Ladies and gentlemen, so. welcome to another episode of Ready to Podcast. Are you ready for an experience that will blow your mind and take you to another universe? What's Fresh from training. So. Müde. <laughs> Müde. Müde. Wir haben jetzt ein neues Ding, sondern dieses So. 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 Das ist jetzt so unser neues Ding. Das ist Beidam, Wir Jetzt dreh einmal mit Ansage probieren. So. Hab ich habe ja gerade eben schon diese Hähnchen mit Reis von dir gegessen, maximum. Mit Erdnussbuttersauce. Boah. Stark, ne? Aber nur mit Reis. Meinst ne? du, ich soll so ein Kach-Sage äh, Kach schon. Kachi. <laughs> Kochkanal machen. <laughs> <laughs> Bruder, du weißt auf jeden Fall sehr gut, die Kochkünste dafür sind da. So. Oh. Ein Applaus für mich selber. Safe. Ähm, Bruder, erstes Thema, was ich mit dir heute besprechen will. Mm. Hast du eine Allergie? Nicht, was mir bekannt ist. Gar keine? Nee. Wirklich gar nichts. Ich hatte keine Allergie bis vor 5, 6 Jahren. Als ich eines Tages joggen war. So, wirklich so mitten im Wald, Hat, hatte ich auf einmal so ein Stechen in der Brust, beziehungsweise mein Atem. So, ich so, boah, was ist das? Aus dem Nichts? Ich krieg auf einmal so Schnappatmung. Ich so, hä? oder und ich bin fit zu der Zeit, viel im Training gewesen und so, ne? Viel joggen gegangen und so, ne? Ja, ne, für mich komplett schockierend in dem Moment. das War, war das diese Rheinland-Pfalz-Zeit? Ja. Und, okay. und ich kriege auf einmal so, wie gesagt, ich krieg schwer Luft und so. Und ich merke auf jeden Fall, irgendwas ist am Arsch gerade. Aber von jetzt auf gleich? Jetzt auf gleich, einfach so. Shit. Und es kann auch nichts Mentales sein, weil, Bro, ich hatte noch nie irgendwie psychischen Probleme. Ja, ja, du bist aber, mental äh, schon recht. Es war nichts, so, ne? Auf jeden Fall, ich so, was ist das? Und ich bin schock und ich habe noch nie was von Allergie oder so gehabt, ne? Und ich merk so, boah, was ist es, ne? Und ich bin dann, ich war schon fünf Kilometer oder so quasi von mein, meiner Dings, äh, von meinem Campus entfernt am Joggen. Und dann ist es passiert und zurück bin ich gegangen. Ja, so war das so dann. Ich habe so Angst gekriegt, dass ich gegangen bin und die ganze Zeit so überlegt habe: so, ey, was ist es und so, ne? Was wow, geht da ab? Alter. Bis ich dann gecheckt habe, okay, so ab dem Tag hatte ich einfach Pollenallergie. Ab dem das Tag. Hat einmal krass reingekickt und seit dem Tag hatte ich Pollenallergie. In dem Jahr, weiß ich noch, war es nicht so schlimm. Aber dann ab dem nächsten Jahr und so wird es immer schlimmer. Und ich habe das jetzt seit so fünf, sechs Jahren, ich habe auch einmal so eine Desensibilisierung angefangen. Ich weiß nicht, ob ist du das, das kennst. Das ist so, du gehst zum Arzt, kriegst so Spritzen, du kriegst quasi so eine kleine Dosis von diesen Pollen verabreicht. Damit dein Körper sich so langsam so daran tastet und dran gewöhnt. Mm. Und dieses Jahr, letztes Jahr und vorletztes Jahr war es ist so schlimm, oder? Ey, wie kann so ich dir so das vorstellen, dass, dass ich das mir ist. überlegt habe, zur Akupunktur zu gehen und sogar dann da hingegangen bin? Nicht überlegt habe, sondern ich habe erstmal überlegt und dann bin ich hingegangen und die haben mir so Nadeln Nadel in den Körper gesteckt. Das war jetzt so vor ein paar Tagen. Und ich dachte, das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, das für immer zu heilen. Aber die meinten dann auch da vor Ort so: Ey, das ist, das ist kein Heilmittel, sondern eher sowas, was deine Symptome vielleicht ein bisschen lindert. Also, was hast du denn für Symptome, so wenn okay, du so guck mal. Wenn du nicht weißt, was es ist, denkst du, okay, ich bin einfach krank, erkältet oder halt je nachdem, wie schwer das gerade ist, vielleicht. Also man niest die ganze Zeit oder so, ne? Ja, man niest und aber das, das was anders ist, ist halt, du hast die ganze Zeit so ein Kratzen im Hals, deine Augen sind so richtig so, du musst die ganze Zeit jucken, die jucken die ganze Zeit. Und auch wenn du die nicht juckst, ist es so, fühlst du dich irgendwie so als ob du die nicht mehr aufhalten kannst manchmal, so weißt du, weil die einfach so jucken und äh, niesen viel. Daran merkst du auch am ehesten noch, dass es eine Allergie ist, weil du die ganze Zeit niest. Ich glaube, als ich diesen, diese Attacke hatte, das erste Mal, habe ich auch viel genießt. Mm. Ich musste auf einmal vorauf niesen. So, kennst du, Bruder, normal, wie oft auf Wie oft niest normalerweise? Zwei, drei Mal höchstens. Maximal, du liest ja. elf, zwölf Mal hintereinander. Wow. Dann denkst du so, was passiert dir? Oh, das ist gar nicht auf. Und äh, daran merkst du, okay, es ist eine Allergie und keine Ahnung, Bro. Also ich war danach geschockt, weil ich dachte, ich werde niemals eine Allergie kriegen. Und wenn du es dann kriegst, denkst du dir so, boah. Oh Bruder, also. Gott sei Dank, toi toi toi, Alter. Und alle, die keine Allergie keine haben, Allergie. ist auf jeden Fall, da merkt man so, okay, man muss die Gesundheit auch wertschätzen. so, Weil eine Allergie ist schon eklig. Und ich habe Freunde gehabt, die das vorher schon hatten und die ich kannte. Und ein Kollege vor allem, so Grüße Mohamed Turan, so also wenn der das sieht, sieht er ähnlich, eh aber egal. Oder mit dem ich sogar zusammengewohnt habe, ein Kollege von mir. Und mhm. der hatte in der Zeit, wo er Allergie hatte... Oder oh, der hat sich eingesperrt. Der meinte, ich gehe nicht raus. Ich meinte, wie? Der meinte, Fenster zu, immer alle jeden Tag ein paar Mal wischen, dass kein Pollen raus sind. Wenn du rausgehst und nach Hause kommst, duschen, Klamotten ablegen vor der Tür und mit anderen Klamotten rein. Was? So wie so Dings, wie nennt man das? Diese Zwischenraum. Mit so der Hygienedusche, diese Desinfektion. So, und trotzdem hatte der maximale Allergie, auch wenn er nur zu Hause war. Und ich habe den immer ausgedacht. Das war auch ein bisschen schon Karma bei mir. Nein, nein. Ich meinte so zu dem, ey Bro, komm schon, Alter. Du tust so, als wärst du Grippe, 40 Grad Fieber zu Hause so, aber. Corona-Endstadium. Der hatte das wirklich hart, der hatte das auch viel härter, als ich das jetzt schon noch habe. Und äh, der meinte immer zu mir, Bro, du weißt, wie das ist. Das ist schon heftig und so. Ich so, oh, komm schon, Alter. Und kennst du damals, hat man sich so lustig gemacht über Leute, die Allergien haben, wo du auf einmal. Nee, ich hab noch nie mich lustig gemacht über Leute, nicht die Allergien haben. Siehst du, hast du kein Karma dass du das Ding ich hab mich mal so, ich hatte mal einen Kollegen, der hat so gestottert. Ich habe mich dann über den mal so oh, <laughs> lustig. gemacht. Oh, ganz schlimmes ist daran. Und der redet so zu Barstam oder können wir red mal, sag ich so, ne? Bruder, eine Woche später. Oh, <laughs> ich konnte nicht mehr richtig reden, Bruder. Was? Ich hab so auch angefangen zu stottern. Das kann auch sein, dass es das davon, davon abhing, weil ich jeden Tag mit dem abgehangen habe. Vielleicht so, hat das Meinst dann so ein bisschen abgefährt. So das hart. Und dann nicht so, boah, Bruder, ich muss mich <laughs> zusammenreißen, Alter. Lass mal nicht mehr abhängen. <laughs> ja, ja geh mal, von mir. mal, Stark. Nee, und dann habe ich direkt aufgehört, Bruder, so den zu hänseln und sowas. War auch nur so ein, zwei Mal, so, so zum Joke und so, ne? Aber das ist schon eine Sache, Alter, darüber sollte man sich echt nicht lustig machen, weil so Stotterprobleme ist echt, echt nicht witzig, Alter. Ist ich ich schon hart. Das ist, also glaubst du an Karma? Safe. Ich denke, da gibt es Safe Karma. Also vor allem bei sowas. Ja, was wenn safe. du dich lustig über jemanden machst, habe ich auch irgendwo schon mal gehört, dass es auch irgendwas sein soll, so religiös gesehen so. Dass wenn du dich über irgendwas lustig machst, dass es auf jeden Fall auf dich zurückkommen wird, in irgendeiner Weise. 100%. Ob du selber oder ob deine Kinder oder ob deine Frau oder ob, ja. weißt du ich meine, irgendwie um die Ecke. 100 Prozent. Kann ich mir auch maximal vorstellen, ne? In Türkei habe ich mal so einen Typen gesehen bei, ähm, in so Fernsehshow, in Türkei, das ja, ist so wie ja. X-Factor hier. Ja, ja. Da ist so einer. X-Factor oder meinst du so Talentshow? Talent Show. Was hier so x faktor ist, ist da, heißt da, äh, es gibt doch diese Talent show X-Factor mal mit Detlef. äh, Detlef, sag ich. Ist das X-Faktor? X-Factor war doch diese Sendung mit äh, x faktor das Unfassbare. Ja, aber nicht. es gab doch auch X-Faktor mit so Talent Show mäßig. X-Faktor X oder nee? Nee, das war was anderes. Wie auch immer, Talentshow, show wo okay, die und ja. dabei war. Das in Türkei heißt Jetenexisten mhm. Also du hast kein Talent nee. so mäßig oder auch jetzt ein Exzessin ist wenn du es ja. anders nimmst heißt es auch ihr habt ja. ihr habt Talent no, ja. ihr seid das Talent genau genau stimmt auf jeden Fall war das so ein Typ der hat Maximum gestottert also so schlimm gestottert dass man sich wirklich so das Lachen verkneifen musste aber irgendwann wo du gemerkt hast, okay der hat wirklich richtig Probleme der so so manchmal fünf Sekunden an einem Wort hing ja. und dann ähm, hat so Ajun dieser Moderator davon dann schon seine Sätze so Ended. Ich glaube, das ist aber auch nicht so schlau, oder? Oder wobei, ich glaube, wenn die nervös sind, stottern die noch viel mehr. Ja, und mal. der ist, weißt du, weswegen der da Wegen Rappen. Aber manchmal können diese Leute auch singen und rappen, die stottern. Ey, der hat die Maximum gerappt. Ja. Der hat dann angefangen, der Beat setzt ein und ich oh, der blamiert sich doch jetzt tot. Vor ja. allem, er rappt gut. Das ist diese, wenn die auswendig gut. ist, ist es was anderes, als wenn du so halt, da merkt man auch, dass ich auswendig etwas vortragen und ja. das Reden voll die Unterschiede sind. Ja. Vielleicht halt, ist das auch so eine Art Thera Therapie für den vielleicht? Ich weiß es nicht. Das ja. kann vielleicht auch sein. Das ist bestimmt irgendwo auch therapeutisch, ja. Aber der hat Maximum gerappt. Stark. Ich war echt erstaunt, Alter, davon, muss ich schon sagen. Krass, Digga. Aber sonst, so allergienmäßig, äh, nee, hab ich nichts. Oder sei froh. Also wirklich. Ich hab mal gedacht, dass ich Laktose habe. Hat sich aber nicht beweitet. Ich habe einmal irgendwas gegessen und ich hatte maximum Durchfall. Da meinte so eine, so eine Ex-Freundin von mir damals, mit der ich zu der Zeit zusammen war, meinte zu mir, du hast auf jeden Fall Laktose. Und ich so, ba, laber. Krass, hat's mich auch getroffen und die sagt so noch zu mir, meinte, ja, ich hatte auch keine Laktose, das kam auch von heute auf morgen. Und kennst du, ich habe das dann geglaubt. Okay, ich habe Laktose, ich habe so alles vermieden. War <laughs> ja, kannten wir uns ja schon. Äh, was kann sein? sein dass das die Anfangszeit das ist diese vielleicht Laktosephase war Laktosephase von dir mitbekommen habe Alter kann sein dass das so die Anfangsphase war so sowas Aber wir haben viele so haben diese Phasen und dann ist es entweder wirklich so oder äh, was auf also, und ich denke so locker drei vier Jahre dass ich so Laktose habe. so lange so lange bis ich irgendwann so eine andere Perle hab so ähm... die, die <laughs> oder deine Google sind einfach Perlen so ich schwöre <laughs> so, ich, ich google nicht ich google und nicht. die Perle hatte Laktose im Endstadium also, die trinkt Milch, die stirbt, so Laktose. Okay. Und die sagst du so zu mir, ich hast auch Laktose? Die so, ey, endlich einer, der mich versteht und so, ne? Und ich sag, wir gehen Meckes. Ich so, komm, lass mal Maxande holen. Ich sag, Maxande? Ich so, ja, Maxande. Meint ihr, okay, hol mal. Ich hol, die holt sich diese vegane Variante und ich esse das. Meint die, geht sie gut? Ich so, ja. Meint die, du hast Laktose? Ich so, ja. Meint die, du hast keine Laktose. <laughs> ich so, wie? Ich habe keine Laktose. Ich hab Laktose. So, kennst du, ich sag so, ich hab Laktose. Die so, du hast keine Laktose. Menschen, die Laktose haben, sterben, wenn die dieses Eis essen, so mäßig, so, weißt ja. du? Und ich so, echt nicht? Und dann trinke ich so, ich habe ja immer, ich trinke immer, immer noch Milch mit Hafermilch, einfach weil es mir besser schmeckt. Damals wegen Laktose. Ja. Danach ist es okay, wir testen das hier. Ich trinke so Kaffee mit normaler Milch, passiert nichts. Ich denke mir, Alter, so einfach Placebo. <laughs> oder was auch immer, keine Ahnung. Einfach so hängen geblieben. Ich denke, ich habe Laktose so über Jahre hinweg. Warum wieso gehst du nicht kurz zum Arzt? Also, ich bin wegen meiner Pollenallergie direkt zum Arzt. Ja, ich weiß nicht. Ich denke mir so, was soll, ich, was soll der Arzt sagen? Ich habe kurz und fertig aus, denke ich mir dann. Das ist so, gut oder? zu wissen, weil es gibt einen Allergietest. Ich weiß ob du sowas jemals gemacht hast überhaupt. Nee, mit diesen ganzen Punkten in den ja, Arm genau. rein? Nee, noch nie. Das habe ich dann, Bro, nachdem ich das hatte, bin ich direkt dahingegangen zum Arzt. Ich so, ich muss direkt Allergie. Also, ich weiß nicht, ob es am nächsten Tag oder so, vielleicht ein paar Monate später, aber auf jeden Fall hat er dann so diese ganzen Punkte. Und bei mir war es wirklich frühblühende Pflanzen. So, so krass. Ich habe das selber gesehen, so, ja, nee. Der hat alle anderen Punkte gemacht, ist nichts passiert. Bei dem einen auf einmal so ein roter Pickel ausdings Wow. Ich denke mir so, wow. Und so. Der so, ja, frühblühende Pflanzen und so. Und ich merke es auch wirklich, bei mir sind es frühblühende Pflanzen. Und sobald Frühling kommt, vorbei, dann fängt es an. Welchen Arzt gibt man da, Hautarzt? Ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also, Dermatologe mal. oder Allergologe oder Hautarzt, ich weiß gar nicht. Okay, krass. Also, genau. bei mir ist so dieses zum Arzt. Ich hatte Woche so eine peinliche Story mit Arzt. Oh, Egal. erzähl mal sofort. Nein, nein, Bruder, das ist zu. erzählen. Ich muss dir erzählen, wenn die Kamera aus ist, Bruder. Maximal <laughs> peinlich. Hör euch auf. Wenn du peinliches sogar <laughs> rausschneiden. komm. Ich erzähl auch peinliche naja, Sachen, ja, du Keck, Alter. Kein Bock. <laughs> Kein Bock, Arbeit zu machen. So schlimm? <laughs> komm, spring über deinen Schatten, Bruder. Ich hab über Kacken geredet, Bruder. <laughs> Wie stumm kann's sein? Ich erzähl nicht die Dings, aber. Ich bin da hingegangen, ich hab dir mein Problem gesagt und der hat mich sagen so angeguckt. Der so, das sind Sie aber auf falschen Arzt. Ich so, okay, tschüss. <laughs> so, okay, <ciao. lacht> so, Okay, tschüss. <laughs> ciao. Sie haben nie von mir gehört. <laughs> tschüss. <laughs> okay, war das so peinlich das Problem oder was? Okay, <laughs> okay dann scheiß drauf. Bei mir ist das Ding, was so zum Arzt gehen angeht. Kennst du so, wenn ich zum Arzt gehen muss, bin ich immer so zu faul. Aber wenn ich jetzt so, ich hoffe, mein Chef sieht das jetzt nicht, wenn ich so morgen Krankmeldung haben will, direkt. dann sofort ich bin da. <laughs> direkt. So, aber wenn so heißt so, ey, dein Mittelfingerknochen ist so kann gebrochen sein, geh mal lieber zum Arzt. Ich, ich geh gehe so nicht. So so drei Wochen später. Ich gehe erst, wenn verhältnismäßig. So, weißt du? Ja, so richtig auf dumm. So richtig auf dumm. Einmal ich weiß noch ganz genau, so dumm bin ich. Ich bin so Treppen runtergefallen zu Hause. Uff. Auf rechte Hand. Oder war das linke? Nee, war linke, linke. Bruder, meine Hand ist so dick geworden. Ich gehe so nicht zum Arzt. Ich muss so arbeiten. Weil ich habe so eine Woche vorher, habe ich so krank gemacht eine ganze Woche. so ne? <laughs> Boah, Karma einfach, das krank gemacht hast. So, und dann, ich, muss, ich arbeite so mit dicker Hand, Bruder. Ich denke mir, komm, wird schon vorbeigehen. Wenn es gar nicht geht, ich gehe zum Arzt. Kennst du, es geht eigentlich gar nicht. Ich gehe trotzdem arbeiten. Ich muss so Waschbecken abmontieren, so mit einer Hand. Und hier, ich benutze so Ellenbogen und, und Arm. Ich klemme so hier, so das ist meine Hand geworden. So diese, diese Ellenbogen oder auf, auf es vergehen so vier Wochen, ich kann Arm wieder bewegen, so nichts geschwollen, aber leicht, ganz leicht tut noch hier so weh. Ich hab halt mir komm, ich geh einfach mal so, um, um sicher zu gehen. Ich gehe da mal drönt. Der ich meinte so, warum bist du nicht hingekommen? Ich so, warum? Da meint, siehst du, diese, diesen Haares? Ich so, ja, meinte, das ist die Stelle, die gebrochen war, meinte der. Weil du hast jetzt Glück, dass es normal zusammengewachsen ist. Wenn es schief zusammengewachsen wäre, hätte ich jetzt deine Hand nochmal brechen müssen, dass es gesund zusammenwächst. Meinte, das wird jetzt vielleicht noch eine Woche ein bisschen wehtun und dann war es das. Oh Mann, Mike. Genau hier in der Mitte? Nee, hier, am Mittelfinger. An dem Mittelfinger hier ja. so. Genau. War der Finger oder hier Handgelenk? Hier so, hier so Handgelenkmäßig. Oh. Also der Übergang vom Mittelfinger ins Handgelenk rein. Okay, krass. Da hast du richtig so ein Haares, hast du richtig gesehen. War das insgesamt auch ein Haares oder war der schon richtig durch? Der war nicht richtig durch, war halt ja. so angebrochen, meinte der. Ja, weil ich hatte letztens auch mein Zeh gebrochen beim Fußball-Eiskalt. Und bin dann auch so ein, zwei Wochen nicht zum ja, gegangen. Ja, das weiß ich noch. Das weiß ich, ich noch. So, ey, Digga, soll ich zum Arzt gehen? Es tut immer noch weh, kennst du? Und dann bin ich gegangen, der so gebrochen, nicht so was. Ah. Aber da hat man auch schon gemerkt, wenn das zwei Wochen weh tut, ist es safe irgendwie gebrochen oder so. Ja. Bei zwei Wochen, da muss ja eigentlich so eine Prellung oder Verzerrung oder was auch immer, oder sogar Verstauch müsste eigentlich irgendwann vorbei sein. Also was so Brüche angeht, ich hatte echt immer Glück, ich habe nie sowas richtig durchgebrochen gehabt, immer nur so geprellt oder so. Ich habe ja hab hier einmal gegen so einen Stromkasten geschlagen, so fünf, sechs Mal. Da war meine Hand so dick, du hättest noch so ein Ei drauf ablegen Ich kenn können. Die Story. Ach so. Hab ich dir erzählt? Ja, mit deiner e Ex, oder? Ja, aber ich glaube, ich habe diese gegen Dingens schlagen Story, glaube ich, ich. nicht. Mit ich habe ich mit erzählt. Ja, ja. Okay, krass. Ja, da auf jeden Fall. Aber wer weiß, der weiß. Ey. Nee, ist ja komm, egal. Oder andere Sache. Hast du. Äh ich habe eigentlich eine kleine Story, was das angeht, Erzähl X, aber einmal. ich weiß nicht, ob das ich jetzt das nicht schlau erzählen? wäre, wenn ich das erzählen so. würde. Ja, dann Deswegen ist egal. J. Cole hm. hat geantwortet auf Kendrick. Ja, Mann. Das wollten wir auch noch kurz besprechen. Hau raus. Also, du hast den Song ja nicht gehört. Aber der hat entschuldigt, habe ich gesehen. Darauf wollte ich jetzt zu so sprechen kommen. Okay. Das ist nämlich aktueller als der Diss. Also, der Diss ist jetzt schon eine Woche her oder so. Mhm. Den müsstest du eigentlich mal hören, aber ich zeig dir den später. Ich kann dir sagen, so, was darin grob vorkommt. Der hat so mäßig gesagt. Ähm, ja, eigentlich so ein bisschen das, was er erwartet hat. Es war so ein freundlicher Rückbiss. Es war nicht so hart. Andererseits waren aber auch schon ein paar harte Sachen dabei. War das so ein District, so ich muss jetzt antworten? Ja, das, Trick, okay. das war voll so ein Diss so. Das, mm. so, das, Der hat ein Mixtape rausgebracht, das heißt. Uh, maybe Delete Later oder so, sogar so mäßig. Vielleicht lösche ich das später. So hieß das Mixtape. Ach, geiler Name aber. Ja. Und der letzte Song, da hat er so einen Freestyle rausgehauen wo der halt komplett auf Kendrick antwortet. In dem Freestyle? Und, ja. Und da sagt er halt so Sachen wie: äh, Was sagt er da? Welch, was sind so die wichtigen Sachen? Er sagt zum Beispiel, dass, sein, dass seine Alben nicht so krass waren. Der bis in seine Alben. Der sagt, das einzige krasse Album von dir war Damn. Die anderen waren jetzt nicht so krass, sagt er. Das so dieses Klassiker-Ding, was du meinst. Ja, ne? dieses, ja das ist heftig. Äh, der sagt so: Pumpe Butterfly und so waren nicht so krass, obwohl die auch heftig waren. Komische Disses, Bruder, waren nicht mal so stark, aber war okay, war cool. Jedenfalls, scheiß mal auf die Song. Der Song ist eigentlich ein bisschen nichtig geworden, dadurch, dass er sich jetzt entschuldigt hat. Mhm. Er hat einfach live, wer es nicht bekommen hat, live auf der Bühne. Sich entschuldigt dafür, also nicht entschuldigt, aber der hat so quasi so. Verharmlost. Nicht ver also der hat bereut, dass der zurückgesetzt hat, sagen wir so. Mit welcher Begründung hat er das auch? Er meinte so, so: Ich will eigentlich nicht diesen Charakter spielen oder so sein, meinte der. Ich will nicht diese negative Energie streuen oder was auch immer so mäßig. Ich war eigentlich auf einem guten Weg, aber dieser Song hat mich so zehn Jahre zurückgeworfen, so wie ich früher war. Mm. Und äh, ich bereue, dass ich diesen Song gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich bete zu Gott, dass ich jetzt wieder auf die richtige Linie, also auf meinen Ach, richtigen krass. Weg komme. Überleg mal, eine Woche nach dem Song machst du so ein Statement auf der Bühne? Das, dieses Statement wirkt für mich so: Das ist jetzt nicht wie, so eine, nicht wie so eine Entschuldigung in Richtung von Kendrick, sondern einfach, ey, hätte ich auch sein lassen können. Das ist jetzt kein Schritt in Richtung Kendrick, lassen wir uns versöhnen, mäßig. Oder wie, wie nimmst du das wahr? Ich würde es so wahrnehmen. Sondern einfach nur, ey, ich hätte auch gar nicht antworten müssen. Ich weiß, was du meinst. Das ist so. Also hätte der gesagt, Hey, Kendrick war voll dumm von mir, dass ich gerade da komm, lass mal wieder chillen. Wäre geilere Aktion gewesen, als wenn der jetzt sowas gesagt hätte, wenn du mich fragst. Ja, genau, finde ich auch. Also der hat einfach das, was er gemacht hat und das, was er eigentlich schon seit Jahren, auch in den letzten fünf bis sechs Jahren, auch immer gemacht hat. Dieses, ich bin der Krasseste auf Songs, keiner traut sich an mich ran und so dies und das. Hat der bisschen so, als wäre das alles böse und schlecht und auf dem schlechten Weg so quasi mm. gewesen. Also, also der hat das irgendwie so. Seine, eigene, seine eigenen Inhalte hat er quasi schlecht dastehen lassen, als ob er ja so die ganze Zeit da auf dem auf falschen Weg war, so als er das gemacht hat. Er hat anscheinend zu viel mit Drake gechillt, Bruder. Er ist auf diese Money-Machen-Move jetzt so. Diese nur Mainstream vielleicht. Ja. Ich verstehe nicht ganz so auch, was er damit meint mit... Ähm also er hat es wirklich so getan, als wenn dieses Dissen so böse wäre. Weißt du, was ich meine? Ich Boah. weiß nicht, was er damit so genau meint, weil Hip-Hop ist ja Dissen, Bro. Hip-Hop ist Battle, Competition, Mann. Ja, also ich weiß was er damit meint. So deswegen ist sein Diss irgendwie so auch nichtig geworden. Er hat sich aus dem Spielfeld genommen, weißt du? Ja, ne, er, er kann hat sein Diss selber so verharmlost. Ja, sein Diss hat er einfach Ding, äh, so entkräftet negiert, entkräftet. So. Er ja. feiert sein Diss nicht mehr. hä? Ohne Sinn. Das kam von der Woche raus. Was erzählst du? Irgendwie so komisch, vielleicht war auch in dem Sinn. Sinne, in dem Moment, vielleicht wollte er einfach diese positive Energie kurz für die Crowd streuen. So also eine ich hat Drücken von Kendrick angerufen. <laughs> Oha. Diese Arafat in Compton Version. Nein, nein. Ey. Wie ficken dich jetzt? Nimm diese Entschuldigung. Hast du okay. mich verstanden? Sowas, weißt du? Kann das sein? Warte mal. Kann sein, Bruder, wir laut sind, vielleicht? Der hört das doch nicht, oder? Er hört dieses Babyphone das? Nein, nein, aber vielleicht das Handy ist so laut, dass er nach oben. Äh, nein. Ist seine Tür zu? Auf jeden Fall. Also. Die Sache ist, ich habe jetzt nochmal so. Wer sich das noch nicht gegeben hat, DJ äh, Academics, Bruder, der Typ ist so witzig, Bruder. Oh mein Gott, ich habe mich so kaputt gelacht. Wie der einfach ausflippt. Der ist ja ein richtiger Drake-Fan, der Typ. Und der macht so Livestreams, wie der die ganzen, den ganzen Beef kommentiert. Also jeder, der diesen Beef verfolgen will, der soll sich einfach DJ Academics geben. Der, ist so, der kommentiert jede Kacke, Bruder. Ist es dieser Drake-Fan? Ja, der ist aber auch ein bekannter DJ, der ist schon eine bekannte Hip-Hop-Größe, okay. so sag ich mal. Ist der denn neutral? Nein, der ist ein maximal krasser Drake-Fan, der sagt das auch, der sagt, ich bin ein Drake-Fan, so diese Janne. Ich, immer wenn er was kommentiert und Leute zu dem sagen, Bruder, du bist richtig bei, so Janne, du bist richtig so parteiisch, sagt er so, ich sag ganz ehrlich, ich bin auch parteiisch. <laughs> Dings. Ja, das ist aber Bosch, Bruder. Wenn er parteiisch ist und man gibt Aber der macht content. das auf lachig. Also sein Content ist lachig content Also der stellt sich da hin und der bringt den lachigsten lachkig. Also so ist kaputt. Weil der, der hat letztens was kommentiert, wo Drake so irgendwas so. Oder wird der bezahlt, dass er so ist? Kann das sein? Kann sein. Aber wer weiß. Du weißt, Bruder, in Amerika, wir reden über utopische Summen, die die Künstler verdienen. Vor allem mein Drake, der hat Geld, wie ich am Tag kacken gehe. Ja. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass der ganze Beef von Anfang bis Ende mit allen Disses, die dazwischen jetzt kommen werden und noch kommen, geplant war. Boah, auf so lange Sicht doch nicht. Und dass das ein kompletter Promo-Move ist. Kann Nein. ich mir gut vorstellen, das wäre der Promo-Move des Jahr, also auf jeden Fall der letzten 5, 6 Jahre. Hm. Weil. Bro, das Ding ist, das katapultiert ja dies, die, den Hype von allen diesen drei Künstlern maximal in den Himmel jetzt gerade. Jeder redet in Amerika nur noch über Drake Kendrick Beef. Und alle warten auf Antworten. Und das wird sich lange ziehen. Weil Kendrick hat jetzt, das hat auch DJ Academics gesagt vor kurzem, der meinte, guck mal, ihr könnt nicht erwarten, dass Kendrick nach vier Jahren mit einem Disk kommt und Drake in drei Tagen antworten muss. Der meinte, das wird sich jetzt über Monate ziehen. Ja, er ja, hat der recht, das stimmt. So, der hat jetzt auch Zeit, so, der kann jetzt auch ein halbes Jahr chillen und erstmal seinen Part machen und dies und das. Ja, ja. Er meint, er wird nicht direkt kommen und so. Und er hat so ein bisschen so Hintergründe auch erklärt, was ich heute noch gesehen habe in einem Interview. Mhm. Er meinte so, ähm, damals hat er McMill gegen Drake gebettelt und McMill hat mhm. er verloren. Danach hatte Drake ein Battle gegen Pusha T. Das ist der Typ, also das ist ein Rapper, der bei Kanye. Wenn wir jetzt, ja, ich ist. weiß. Der ist, der ist auch der Writer von Kanye der, ist auch der der Kanye. der ist ein krasser Writer, aber der hat damals Wenn ja endlich... Wenn wir jetzt Battles reden, wir reden nicht von Battles auf Bühnen 1 gegen 1, ne? Song. Song, ne? Okay. Der hat damals, als Drake gegen den gebieft hat, also beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie deren Beef angefangen hat, aber Drake hat auf jeden Fall Kanye immer so gedisst und so und irgendwann kam das dann auch zu Pusher. Dann hat er auch Pusher gedisst in seinem Song. Oder dann hat Pusher aus dem Nichts einen Song rausgehauen, wo der okay. liegt, dass Drake ein Kind hat, wo niemand das wusste. Das war ja damals dieser Skandal. Oh stimmt, der hat weiß, den Maximum aus Ja, genommen. Ja, 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 Dann hat Drake ja, ja, ja. nicht mehr geantwortet. Seitdem hat Drake nicht mehr geantwortet und der hat auch in einem Interview gesagt, ich habe diesen Beef verloren. Der hat ja, ja, Drake ja. Drake ja, sagt ja, ja. das in einem Interview. Der sagt, wir haben alle Pusher T ab, der gefeuert. meinte Ab dem Moment, als er das gemacht hat, der meinte, ich erstens, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er das wissen könnte oder so. Zweitens meinte der, dieses Black, der hat ja ein Cover gemacht, der Puschati wo der so ein altes Foto von Drake nimmt, wo der so schwarz angemalt ist. Das ist dieses Weiß ich weiß nicht, wie das genannt wird, ich glaube Blackface oder so. Das ist so ein, ähm, oder ich weiß nicht, der hat das irgendwie.. Drake hat damals, als er so Schauspieler hat oder keine Ahnung, hat der damals so ein dieses Ding gemacht. Und das ist eigentlich so voll was Abwertendes gegenüber der Schwarz-Community, dieses mhm. sich so schwarz anmalen. Das haben damals Weiße gemacht, um so sich lustig darüber zu machen oder so, ich weiß es okay, nicht. Okay. Mhm. Irgendwie hat das so einen Bezug und als das, als äh, Pusher dieses Foto von Drake als Cover für seinen Diss Song genommen hat, dann hat der Drake doppelt auseinandergenommen. Weil dieses Foto kannte auch keiner. Mm. Das hat der genommen. Dann hatte der noch dieses, diese info League mit seinem Sohn. Es war schon egal, was er auf dem Song rap. Der könnte da. Der, der kann. ist deep hingegangen. Der hat auseinandergenommen. Diese Infos haben den auseinandergenommen. Boah, ich weiß so genau. Ich habe vorher, um ehrlich zu sein, nicht so viel von Pusha T gehört. Aber nach diesem Battle, diese Zeit, da war so, jeder hat der drüber geredet, Album so. dass Pusha T Drake auseinandergenommen hat, dies und das. Hm. Darüber hat echt jeder geredet. Ich muss sagen, Drakes Song gegen Pusha T, den der gebracht hat, ne? Mhm. Ist gar nicht wieder heiß, aber der war auch stärker songmäßig. Ich verstehe aber nicht, Nein, warum der. musikalisch und Rapmäßig. Bei Pusha T und bei Meek Mill richtig Diss-Tracks mit Namen macht, aber bei Kendrick nicht. Guck jetzt. DJ, Academic sagt, <laughs> DJ Academics sagt. DJ Academics sagt. Ich zitiere DJ Academics. <laughs> Übrigens, die letzte Folge, als ich diese Aufklärung gemacht habe, Kendrick und Drake, ne? Yeah. Ich habe das so nochmal so geguckt kurz. Also jetzt nicht alles, aber so manche Stellen. Ich so, am ah, nachher, es ist so, als ob ich irgendwelche Dings rezitiere, Turbo Safler. Ich so. <laughs> <laughs> ich so, Motor mal auf. Und dann übersetze ich so, als wäre Dings, ey, der Ich so, Bruder, mit Finger oben und so ich, so. ich so, was mache ich hier, Alter? <laughs> diese Zeilen übersetzt als wäre es so Dings. Kennst du diese äh, Dings, diese religiösen Videos, Alter? Diese Achis. Ich kam mir kurz so, ich hab geguckt. Ich so muss muss einfach so Zeilen Aber übersetzen, krass, als, wenn ich, als wenn ich links 1 übersetzen würde. ist mir so gar nicht aufgefallen. Oder? Egal, auf jeden Fall. DJ Academics, der Sahabet <laughs> Töwes. <laughs> er sagt... <laughs> Bruder, reite dich nicht noch mehr in die Scheiße rein, Bruder. Okay, schau. DJ Academics, der meinte, dass damals, als er gegen Pusha T gerappt hat, ne, hat der Drake nicht gerechnet damit, dass er solche Infos liegen kann und mhm. hat direkt einen Song gemacht. Also er hat den ersten Song gemacht, Drake. Und dann kam Pusher mit dem Ding und es war vorbei. Es war so direkt so ein Schlag Game Over. Ja. Jetzt meint der, dass wahrscheinlich Kendrick irgendwas in der Hinterhand hat, weil er wird nicht aus dem nichts kommen, einfach ein Diss machen. Der sagt, also DJ Academic sagt dass Drake wahrscheinlich weiß und dass es auch wahrscheinlich ist, dass Kendrick, wenn er mit einem Verse kommt, Bruder, nach so vielen Jahren, wo er nie so Ding offensichtlich war, mm. irgendwas in der Hinterhand haben muss und Drake gerade versucht, das herauszufinden, was er in der Hinterhand haben könnte, mm. bevor er einen Diss-Song macht. Also entweder wird er gar nicht antworten und warten, bis Kendrick antwortet mm. oder er wird es irgendwie rausfinden und damit er das schon jetzt entkräftet. So, Weißt du, das ist ja, jetzt so das ja. Schachspiel geworden mit denen. Also es ist kein Diss mehr, es ist so Weiß er irgendwas, was mich ficken könnte? Wenn ja. ja, dann muss ich das rausfinden und irgendwie jetzt schon entkräften, bevor ich ein Diss-Song überhaupt mache. Anstrengend, kann. mach einfach so anstrengend. Bruder. Und der ganze Beef ist ja schon so anstrengend. Aber dadurch bauen die halt noch mehr Spannung auf. Ja, alles kalt. Und das geht das ja schon toll. lange, Alter. Aber Kendrick, ich bin voll Team Kendrick geworden. Ich habe mir nochmal dieses BET Cipher ding gegeben, Bruder. Er hat den Maximum-Partner. Nee, ich brauch nicht. Boah. Er hat den maximalen Part bei diesem BET Cipher. Ja. Das ist hart, ne? Nur schade, dass es das nicht so auf Spotty gibt, sondern nur auf YouTube in so Eierquali. Aber ist schon geil. YouTube? Auf Spotty. Was meinst du mit Spotty? Gibt's das auf Spotty? Nee, gibt's leider nicht auf Spotty. So. Gibt's nur auf YouTube. Ja, ja, genau, genau. Und nicht so geile Quali auch so, weißt du? Scheiß -Quali? Ja. Echt? Nicht so Baba -Quali und so. Ah. Ja, ich glaube, das ist auf deren echten Seite wahrscheinlich auf Botokali, ja? Ja, bestimmt, bestimmt. Das war auch kein Official äh, BET-Kanal auf YouTube, wo ich das geguckt habe. Nach diesen ganzen Beefgeschichten und so habe ich mich ein bisschen nochmal mit Kendrick auseinandergesetzt. Ich habe äh, vor allem sein Album nochmal gehört, so. Und als ich sein Album gehört habe, so, vor allem auf YouTube wurden mir dann so Sachen vorgeschlagen. Und ein Ding darunter war, so eine Erklärung vom Album Damn von Kendrick Lamar. Mhm. In so richtig so detailliert, beziehungsweise wo alle Zusammenhänge äh, erklärt wurden und auch das Gesamtkonzept des Albums nochmal aufgeschlüsselt wurde. Und ich muss sagen, ich habe das Album zwar. Ich dachte immer, ich hätte das grob verstanden, weil ich wusste ungefähr das Konzept, okay, aber als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir so, Bro, ich habe ja gefühlt 10% nur von dem verstanden, von dem Album. Und ich habe sogar überlegt, ob ich dazu eine ganze Folge machen soll mit dir. Aber das hätte gar keinen Sinn gemacht, weil wenn du das Album nicht gehört hast und vor allem diese Einspieler, du weißt ja, Monetarisierung ja, ja. voll und sinnlos. Mhm. Und ähm, ich kann nur so viel sagen, wenn du das noch nicht gehört hast, Bruder, gib dir das mal, das Damn-Album. Das ist auch an sich sehr hörbar, das Album anders ist als das mit von oben nach unten und unten nach oben. Ja, ja. habe ich dir ja schon mal erzählt, ne? Erzählen wir nochmal. mal. Mal. Also es war so ein Junge, der das so analysiert hat. Ich weiß, wie alt er war, aber nächste. Der meinte so: Das ganze Album basiert auf ähm, der Auswahl des Zuhörers, wie die Geschichte verlaufen soll. Und im Album wird immer, werden immer wieder zwei Wörter erwähnt, auch so nicht von Kendrick selber, sondern so von so einem Dritten oder entweder seine Stimme gepitcht oder keine Ahnung, da sagt er äh, Wickedness or Weakness. Wickedness ist so ähm, wie nennt man das? So Verwerflichkeit und Weakness ist Schwachheit. Mm. Okay? Und wir können auch so viel sagen wie Gut und Böse, mm -hmm. ähm, aber es ist, äh, es ist tiefer als nur Gut und Böse. Gut und Böse ist ja sehr wertend, oberflächlich. beziehungsweise oberflächlich. Okay. Äh, Schwachheit oder Verwerflichkeit ist greifbarer, weil es ist so, der sagt dann quasi so viel, also der bewertet die Sachen nicht, gut oder böse, sondern wobei schon ein bisschen, aber es ist so ein bisschen dieses ist nachvollziehbarer. Weil der sagt dann zum Beispiel, dass das Gute so ein bisschen dieses Schwache ist. Also es ist zwar gut, aber es könnte auch als Schwach interpretiert werden, aber das Verwerfliche wiederum könnte als stark, aber gleichzeitig auch als Böse interpretiert werden. Da steckt mehr drin als nur gut und böse. Und im Album hast du quasi. Wenn du das von oben nach unten ganz normal in der Rangliste hörst, hast du eine Entwicklung des Charakters. Sagen wir mal, das ist jetzt Kendrick in dem Fall. Hast du eine Entwicklung von Kendrick, von einem jungen Typen, der ähm, auf der Straße aufwächst und in Gewalt aufwächst, sage ich mal, von so einem, sage ich mal, Straßendleben-Gangsterleben, hin zu einem Musiker oder erfolgreichen, was auch immer. Über, das, über den ganzen Verlauf des Albums entwickelt er sich und legt quasi alle seine Wickedness-Eigenschaften ab mit Weakness-Eigenschaften. Das heißt, der hat dann zum Beispiel Songs wie ähm, was ist da? Zum Beispiel ähm, warte Pride. Es gibt einen Song, der heißt Pride, Stolz. Und als nächstes kommt im Song, äh, im Album ein Song, der heißt äh, Humble. Humble heißt äh, Dings, Wie nennt man das? Ähm, Bescheidenheit. Also das heißt, du hast im Song immer Eigenschaften, die Wickedness darstellen, und danach folgt immer ein Song, der Weakness darstellt. Aber quasi okay, die. die genau. Aber der die ja. Lösung ist für dieses Problem, sage ich mal. Das heißt, wenn der zum Beispiel Kendrick einen Song hat, der heißt Pride, Pride, wie gesagt Stolz, mhm. dann kommt Bescheidenheit. Der sagt quasi so viel wie ich habe äh, Stolz mit Bescheidenheit gelöst. Mhm. Und im Song wird das dann behandelt. Und da hast, so hast du immer quasi Song für Song Hast du dann eine verwerfliche Eigenschaft, die dann mit einer schwachen Eigenschaft, sag ich mal, wieder gelöst wird? Mhm. So entwickelt sich das Album auch storytechnisch so, dass Kendrick von einem Gangster zu einem erfolgreichen Musiker wird, der so ein bisschen zu Gott Uff. findet. Also von Intro zum Auto. Ja. Das Ding ist, ich habe aber in dieser Reihenfolge bis dahin hatte ich auch grob so hatte ich das schon nachvollzogen, aber das Intro habe ich nie gecheckt, weil das Intro da erzählt Kendrick eine Geschichte, wie er auf der Straße läuft. Er sagt, I was walking the street the, the, the other day und so, ne? Und dann sah er eine alte Oma, die blind ist. Und er geht zu der alten Oma, Oma hin und sagt, äh, kann ich ihnen irgendwie weiterhelfen? Es wirkt für mich so, als hätten sie etwas verloren. Mhm. Und die Oma dreht sich um zu ihm und sagt, ja, du hast etwas verloren. Du hast dein Leben verloren. Und dann bam, siehst, hörst du so einen Gunshot und er ist tot. Üff. Er fragt sie, haben sie etwas Sie wirken so, als hätten sie etwas verloren. Und sie sagt zu ihm, ja, du hast etwas verloren. Du hast dein Leben verloren, bam, und danach wird er abgeknallt. Und ich was dachte hätte mir so. Hätte auch der Tod des Engels sein können. Ja? So als, als Frau getarnt. Man kann es vielleicht so interpretieren, dass es ein Engel oder Gott ist, in dem Moment, diese Dings. Und dass dieser Song also aber. So wirkt es gerade Ja, auch. dass dieser Song aber als erstes kommt, macht irgendwie keinen Sinn. Weil dieser Song als erstes heißt ja, dass Kendrick dann tot ist. Wie soll denn die Geschichte mhm. dann weiterlaufen? Ja, Mann. Weißt du, und das war so ein bisschen der Mindfuck. Ich dachte mir, hä, was macht denn das Intro dann da? Und jetzt kommt der Twist, wenn du es rückwärts hörst. Und äh, Kendrick hat auch eine Limited Edition rausgebracht, die quasi die Songliste einfach nur rückwärts hat. Und er wurde auch in einem Interview gefragt: er meint, Die meinten, was, was heißt das denn, wenn du es rückwärts hörst? Also, was ist denn der Schlüssel? Oder was sollte der, die Bedeutung dahinter sein, dass du es rückwärts da aufgelistet hast? Dann meinte der, wenn ich das sage, dann habe ich zu viel gesagt, weil ihr solltet ja selber rausfinden. Ja, ja, Er meinte, das hat schon einen Sinn und so. Würden ne? die Leute das hier gar nicht mehr hören? Und der Sinn dahinter ist dass wenn du es rückwärts hörst, es nicht von Wickedness zu Weakness geht, also von gut zu schlecht, sondern es geht von schlecht äh, es geht von gut, sorry gut, zu nicht gut. von schlecht zu gut, sondern es geht von gut zu schlecht uh. Das heißt, seine Entwicklung nimmt einen negativen Zug das, das merkst du auch im letzten Song Also er geht so Richtung gangster schiene Genau. Straße. Er geht von einem Jungen auf der Straße, der nicht weiß, äh, beziehungsweise nicht nur, dass er von nichts eine Ahnung hat, sondern sein Vater äh, stirbt also das heißt, im letzten Song hast du eine Geschichte, die er erzählt, wo sein Vater von seinem dann derzeitigen Manager hätte in der Vergangenheit getötet werden können. Mm. Und das ist tatsächlich anscheinend auch wahr. Also das heißt, sein Manager zu der Zeit, wo das Album kam, ist ein Gangster gewesen, der damals in Kampen auf der Straße so zu der Zeit gelebt hat, wo sein Vater gelebt hat. Und die hatten einen Konflikt wo theoretisch sein Vater hätte von ihm ermordet werden können. Er erzählt dann im Detail, worum es da ging und so weiter. Äh, sein Vater hat irgendwie im KFC gearbeitet und dieser Gangster, sein Manager, sage ich mal, jetziger Manager, ist da immer vorbeigefahren. Und äh, irgendwann hatte der dann Geldprobleme und wollte diese KFC ausrauben, aber weil sein Vater immer korrekt zu ihm war, hat er ihn nicht getötet. Uh, krass, okay. Ja, ja irgendwie so, so ein Ding. Und dieses Ding, ne? Wo du, wenn du den Song zu Ende hörst, dann sagt er ganz am Ende, wenn... Dieser Gangster mein Vater umgebracht hätte, dann wäre ich Jahre danach nicht geboren, ich wäre nicht zum Rapster geworden, dieser Manager wäre nicht bekannt geworden und berühmt geworden durch mich quasi wiederum. Oh, Junge. Das wär, der Kreis hätte sich nie, niemals geschlossen, sagt er, und dann endet auch das Album. Und wenn du so hörst ne, und annimmst, dass das passiert wäre, dass quasi der Vater doch gestorben wäre oder dass der irgendwie so ein Ganglife aufgewachsen wäre, der Junge, weißt du was ich meine? Ja. Yeah. Dann hörst du das Album rückwärts und merkst, wie der als kleiner Junge, der ist Vater gestorben, ist dann, dass der von jemandem, der an Gott glaubt, weil die, die letzten Songs sind so Gott, Liebe, so, weißt du, was ich meine, der so harmlos ist und an Gott glaubt, immer mehr ins Straßeneben involviert wird. Und im allerersten wow, Song, Alter. im allerersten Song, wenn du dann wieder zurückgehst, merkst du, dass er ein Gangster ist, der auf der Straße läuft und eine Oma sieht und sich denkt, vielleicht sucht er auch gerade in dem Moment Gott. Das letzte Mal, weißt du, bevor er von einem anderen Gangster umgebracht wird, während er einer Oma helfen wollte und vielleicht nochmal zu Gott finden wollte. Bruder. Das ist maximale Gänsehaut. Und dann sagt er quasi zu der Oma, ey, kann ich Ihnen irgendwie helfen? So, weißt du, er ist auf der Straße im ersten Intro. Er läuft auf der Straße und sagt zu der Oma, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie was verloren? Und die sagt, ja, du hast was verloren. Du hast dein Leben verloren. Bam. Er hat aber nichts an den Tracks an sich und an den Lyrics geändert, sondern nur die Reihenfolge von den Songs geändert. Ja. Bruder, das ist ein lyrisches Meisterwerk. Wenn das du es lyrisch noch tiefer Meisterwerk, Meisterwerk. reingehst, dann merkst du auch, dass in jeder, dass je nach Reihenfolge du auch die Zeilen auch anders interpretieren kannst Oder guck mal, sowas zu machen, das ist so das ein Oder sein Produzent von Kendrick meinte, das zwei, drei Jahre Arbeit. Meinte, Das Schwierigste an dem Album war, alle Songs zu löschen, die nicht ins Konzept gepasst haben, weil wir einfach. Der meinte, da waren krasse Banger, die wir einfach löschen mussten, weil die nicht 100% in dieses Konzept reingepasst haben, weil die einfach ein bisschen off waren. Mm. Weil irgendwie Songs, die wir schon gemacht haben mussten, dass das trotzdem als Song auch funktioniert, das, das Album. Oder was für eine Arbeit, was für eine, eine Zeit, Zeit das in Anspruch genommen hat. Ja, ja. All Deswegen braucht er auch immer drei, vier Jahre, bis er released. Poh, krass. Er braucht immer Ewigkeiten. Krass. Das neue Album, dazu will ich mir auch noch ein paar Dinger geben, das ist auch wieder so ein Konzeptding. Da geht es um so ein Theaterstück. Da hat er auch so einen kranken Song, Bruder, wo der so. Mit so einer Schauspielerin hat er halt so einen Song aufgenommen mhm. und die simulieren ein Streitgespräch, so ein richtig toxisches Streitgespräch. Habe ich dir das schon mal gezeigt? Nee, nee. Glaub nicht. Und die haben auch ein Video dazu, wo die so live rappen. Das ganze, den ganzen Song rappen die live in so einem echten Streitgespräch. Und das ganze Ding ja, ist das wie das ein hat Te auch Blumio gemacht. Das ganze Ding ist wie so ein Streitgespräch und Theaterstück. Wie alt ist der Song? Jetzt ein, zwei Jahre, glaube ich. Achso, Blumio hat auch sowas. Der streitet sich, kennst du Blumio noch? Ja, ja. Der hat auch so mit Semina, ist, heißt die, hm. glaube ich. Wie der sich so mit der streitet im Song, die, die sind so ein Pärchen. Ich glaube, ich kenne das sogar, ja, ja. Ja, ja. Das aber das ist viel härter, Bruder. Krass. Das ist schon krass. Du hörst es und du willst nochmal hören. Das ist schon hart. Ja, das von Blumio war ja auch so ein bisschen. Das war süß. Blum, Blum, Blum Blumio ist. auch krass, Bruder. Der ja, rap ist ja gut. Blumio ist heftig. rap ist ja gut. Der hat doch colabo mit haben. Rush Hour. Ah. Mhm. Stark. Gegen Asiate und Schwarz, Rush Ah, okay, okay, krass, krass. Ja, ja. Ich so <laughs> kurz überlegt, <ich> so <laughs> also, ja. Blumio. Der heißt ja einfach Fumio. woher halt das B kommt, ich habe keine Blumio, Ahnung. Fumio heißt der? Ja, warum der B da getan hat, keine Ahnung, aber BL. Blumio. BL sogar. Ja, BL. Aber der ist auch so ein süßer. Also der macht so süße Rap auch. Ja. Macht der auch so harten Rap? Nein, Mann. Hm. Der hat doch so ein Lied, dieses Hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Ruspe und Kati, Thorsten und der fati Ich glaube, wir haben denselben Humor. <laughs> so, da rappt er so, wie der so daran glaubt, dass auch Nazis sich in eine positive Richtung ändern ja, können ja. und so. Hat er nicht sogar mal so komplett politisches, äh, Boah, politische Songs eine Weile gemacht? Irgendwie? Keine Ahnung. Der hat mal, glaube ich, so news Newstime-Rap mal gemacht. Wo der so Alltagsnews gerappt hat. Obwohl, das war, glaube ich, Blumentopf, äh, glaube ich, war das. Hm, hab ich gar nicht bekommen. Aber Bruder, jetzt so dieses äh, Dissen, Drake und äh, Kendrick, ne? So ein Diss fehlt. Solche, solche Battles fehlen mir hier in Deutschland, ja. Hier sind die halt so plump. Also, es ist nicht so deep. Es ist. Guck mal, Deutschland ist gerade langweilig. Hm. Du hast keine Action. Wenn, wenn Distracks kommen, kommen direkt auch irgendwelche Rückenfilme. Bruder, mach, bleib doch bei Songs, bleib doch bei Tracks. Ja, ist geil. Die Leute trauen sich nicht mehr, irgendwelche Distracks zu machen. Ja. Die trauen sich einfach nicht. Der Letzte, der sich sowas getraut hat, ist PA. Mit seinen 150 Spaß. PA und so. ist eine Maschine, Alter. Er ist King. Gestern auf dem Rückweg von Brüssel habe ich noch äh, diese Gnadenstoß gehört, wie der massiv gedisst hat. Boah, er hat massiv sein Leben genommen. Das ist schon Gnadenstoß von PA Sports. Ey, unglaublich, Bruder. Ich ja. glaube, wenn PA Amerikaner, also wenn er Amerika wäre, ne? Also der ist einer, der so mit Eminem battlen könnte, so. Boah, Bruder, das, du messert das gerade hoch, ne? Bro. Ich glaube, dieses Level, was er hat, ist schon, wenn das in Amerika, also wenn das in England, äh, oder England, sage ich, wenn er in Amerika wäre und Rapmusik machen würde, und auch diesen, diesen Status, dass das Ding ist bei ihm, dieses Songmäßige, was die Amerikaner halt feiern, das muss halt viben und so dies, das hat ja. er nicht so sehr. Findest du? Er ist du? halt diese technisch, dieses. Ich finde, er hat doch Songs, die viben, Bruder. Ja, hat aber hat das ist nicht so sein deep, Hauptding. Er hat viele Deep Songs, viele Love Songs auch, Mann. Aber rein Battle-technisch, er hätte so viele auseinandergenommen. Und Bruder, ich 100%. denke auch, er könnte, er könnte ein Eminem Battle und es wäre relevant. Ja, das wäre es. Es wäre maximal relevant. Es wäre auf jeden Fall relevant, ja, ja, 100 Weil er kommt auch aus dieser Schule. Weißt wer krass gegen Eminem battlen könnte? Ja. Yeah. Cool Savage. Boah, ich wusste, dass du das sagst, Alter. Der Rapper. Ja, wann wann battelt er nicht mehr? Savage hat, hat äh, in irgendeinem Song mal gesagt, ähm, wenn ich äh, auf Englisch rappen würde, wäre Eminem arbeitslos. Ich glaube, bei Cool Savage Goes Hollywood oder so hat er das mal gerappt oder so, glaube ich. Früher, ja, ne? Bevor er. Ne, ne, da war das schon wusste. so ein bisschen Dingens. Fame, aber so. Vielleicht hat er das auch einfach nur so gesagt, aber hat der mal so gerappt. Okay, aber das fehlt mir gerade in Deutschrap. Es ja. fehlt und es, ich habe auch das Gefühl, dass es nie wieder so richtige Diss-Tracks geben aber wird war ohne nicht einen dieses, Rückenfilm. War nicht das letzte Jahr schon so voller Disses auch? Ja, ja okay. Kapi war. Bushidos Diss war. Shindi Farid. Ja. <laughs> du so, ist immer noch zu wenig. Aber so dieses. Guck mal, ja. Aber nicht sowas wie, wenn, wo ich jetzt weiß, Kendrick und Drake haben so lange Beef und immer dieses Hin und Her, das gibt es nicht mehr irgendwie. Ja, vor allem nicht auf Augenhöhe. Ja. ja, ja. Auf Augenhöhe gibt es nicht. Hm. Das vermisse ich so ein bisschen, weil damals Zawasch und Echo, die haben sich ja lange gebieft. Da war ja nicht nur Abrechnung, Urteil. Nach Abrechnung und Urteil kam John Bello Story von Zawasch. Dann kam Fick, deine Story von Echo. Dann kam immer noch irgendwelche Side-Disses von Savas ohne Namen, wo, du, wo jeder wusste, Echo ist damit Bro, gemein. wenn du sowas suchst, dann ne, bist du doch bei Farid genau richtig. Der macht ja ein Album nur mit Disses. Der macht Oder? das ja immer noch, das ist sein Konzept. Ja. Einfach dissen. Guck mal, das Ding ist aber auch... Es ist aber, es gibt keinen Gegner richtig. Ja. Außer Shindy, aber er wehrt sich irgendwie noch nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Guck mal, das weißt Problem du, was ist... geil wenn Shindy jetzt mal antworten das würde das und danach... Problem ist, guck mal, bei Farid... Ich liebe Farids Alben. Weißt du selber, wie viel ich hier mit dir diskutiert habe. Hm. Aber diese Gegner... Sind zu schwach. Sind zu schwach. Er rappt... Guck mal, was er rappt, ist krank. Er rappt zum Beispiel gegen Monet192. Oder wie heißt der? Weiß nicht. Monet. Dieser Monet-Bruder. Nee, Monet, ja, aus Dings, Ist er aus Österreich oder Schweiz? Nee, hier aus Deutschland irgendwo. Aber nee, war, auch, war auch im Dunstkreis von äh, Der Schindy. ist er aus Schweiz, Bro. Ja, ist er aus Schweiz. Ja, oder Österreich. Ich der ist er rappt nicht aus irgendwie... Ich scheiße ähm, auf deine Anerkennung, Peach. Ich rappe, ich ficke Monet und der schickt flammende Emojis. So diese Zeilen... Sind krank, krank. Aber es ist ein Monet, Bruder. Wie soll der sich gegen Farid Bang wehren? Hat der geantwortet? Nein, hat er nicht. Bruder, wie soll der antworten? Ich glaube schon, Alter. Der ist nee, auch hat ein Rapper-Rapper. Rapper. Hat der nicht, Bruder. Oder so wie dieses Tilo. Guck mal, ich, find, das, ich das finde. Das ist dann auch, so ein bisschen Dinge. Ich finde auch, der Drake-Kendrick-Beef unterscheidet sich auch insofern von den äh, Farid-Beefs, dass Farid ist ja dieses. Er provoziert es so hart, weißt du, ich meine, er ja. will zurückgedisst werden, so er sagt, bitte komm, damit ich dich auseinanderfinde. Genau wie Banais ja auch gesagt hat, das ist halt Farids Film, ja. er liebt es zu provozieren. Ja, ja. Und bei Drake und Kendrick ist es nicht so, Bro, das ist so mehr so, ich muss jetzt antworten, so, Bar, so. oder, oder dieses zumindest dieses, Bro, jetzt gibt es einen richtigen Grund, ich muss jetzt irgendwas sagen, also, mhm. weißt du, so dieses, es ist nicht so krass provokant und es ist auch nicht so, ich beleidige, ich das einfach jeden. Also diese Leute sind auch so zu groß, als dass sie jeden dissen können. Die sind, die sind eh schon on top. Wen sollen die dissen? Sollen die Jay-Z dissen, Eminem? Die sind auch schon zu alt. Ja, ja. Das heißt, wenn du so on top bist, was willst du, wen willst du da dissen? Ja. Wenn du ein bisschen in den Underground gehst von Amerika, da wird noch viel gebettelt. Da betteln die sich auch krass ja, mit dann, Namen. Ja, ja, da machen es die. Es gibt auch diese, einige ja. Leute, die jetzt auf diesen Zug aufgesprungen sind und jetzt auf einmal einen kendrick diss gedroppt haben oder J. Cole-Dis oder weißt du? Ach krass. Ja, Aber die sind halt so sekundär, sind nicht so ja, wichtige ja, ja. Player. B-Player, sag ich mal. Darauf könnte man jetzt auch noch eigentlich, ich sehe auch diese ganzen Videos und so, aber das Interessante ist jetzt eigentlich, was sagt jetzt Drake? J. Cole hat geantwortet, hat sie wieder zurückgezogen, der ist so ein bisschen aus dem Feld. Kann sein, dass er jetzt noch eine Klatsche kassiert von Kenrick so, vielleicht kommt da noch was. Ja. Aber was wichtig ist jetzt, wann antwortet Drake? Was wird jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen dauern, bis antwortet wahrscheinlich. Ja, braucht doch ein paar Ghostwriter und sowas? Und dann. Stimmt so, deine 20 Ghostwriter, kommt mal her, mach mal diese Bootcamp. Schreib mal 30 Songs und nimm den Besten. Ey. Aber ja, Deutschland. Ich weiß nicht, Bruder. Ja. Ich fand das schon interessant, das Shindy Farid Battle fand ich schon seit langem mal wieder richtig interessant. Weil das war auch so schockierend als Shindy gedroppt. Deswegen fand ich das auch so stark. Ich aber fand ja Shindys Dings interessanter als Farid, Farid's. -Battle. Der Kolle hat ja voll viel abbekommen, eigentlich. Der Kolle hat viel mehr abbekommen als. Äh, ja, Farid, Farid hat aber viel mehr rausgeteilt. Genau. Der Kolle hat ja kaum was gesagt. Ja, ja. So was weißt du. Weißt du, warum? Meinst du? Meinst du, Shinny hat noch was in der Hinterhand? Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, nach dem Diss und als Kolle dann auch ein paar Dinger geantwortet hat, kam ja von Shinny noch was. Es war ja nicht so, als wäre dann Stille. Ja, ja. Er hat ja so einen Freestyle gedroppt auf Insta, dann hat er irgendwelche Bilder, sich darüber lustig gemacht, der, den gezeigt, wie der bei Aldi einkaufen geht oder keine Ahnung, ja, wenn sie so. Ja, ja. Lidl. Das Ding ist, ich denke mir, Bruder, woher diese Eier bei die auf einmal kamen und habe ich nicht verstanden. Stimmt, hat er noch was in der Hinterhand. Oder der. Kann, oh, guck mal, das denk, du denk, man denkt sich auch manchmal, komm, scheiß drauf, ja, scheiß drauf, scheiß drauf. Oh, wenn du die ganze Zeit drauf scheißt und die Leute denken sich, ey, da sagt ja eh nichts, ich kann weitermachen. Irgendwann staut der denkt sich, ja, okay, jetzt halte ich nicht mehr mein Maul. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Du musst das nicht unbedingt sein aber dass du ich denke nicht, dass Shindy so ein Typ ist, der jetzt unbedingt sein Maul halten wollte. Vielleicht hat ihn das bisher nicht so interessiert und jetzt, wo seine Karriere so ein bisschen leise geworden ist. Natürlich brauchte er auch irgendein Promo-Move. Dann war dann auch ein gutes Tool. Ja, ja. Aber Bruder, ich fand bei Shindys District auch nur, er hatte den Überraschungsmoment. Aber das kam. Das war das, das kam, kam krass. Das, das kam, kam krass, weil ich unerwartet war. Ich war von kam. Shindy Milliardenmal mehr überrascht, weil ich nichts erwartet habe. Genau. Weil als von der der eh seine Mutter beleidigen wird. Genau, und genau ja, wenn ja. man schon das. weiß. Das ist halt der Überraschungseffekt. Mein, deswegen bin ich auch der Meinung, dass immer noch Shindy vorne ist. Na. Ich finde sogar, Farid kann es schwer aufholen, weil der Song von Shindy war nicht Eier, der war schon stark. Ja. Und. Äh, Egal, was Farid macht, ich wüsste nicht, was er machen kann, dass ich so krass mir denke: Boah, es ist vorbei. So weißt, weil das alles, was er macht, hat er schon gemacht. Genau, das ist das. Das ist das. Was will das, er denn jetzt noch machen? Das Problem das, das Ding ist. ist nicht so wie Urteil, wo auf einmal ein Song kommt. Genau, von wir haben wir noch genau, nie einen diss song gehört weil von Jeder Kutscher Song von Farid ist Das ein meine ich. Und genau. das ist halt so was, genau, ich, genau, genau. was ich dir bei deswegen, dieser Folge erklären wollte. Deswegen wiegt der Shindy Dis mehr, weil er kaum Dis-Songs hat. Das ist es halt. Genau, aber. Das, das ist wichtig. Das Ding ist halt, aber du musst auf langfristig gesehen, langfristig gesehen, wenn du siehst, du machst jetzt, du wirfst einmal einen Stein auf einen Typen und danach lässt du den in Ruhe. Aber da ist ein Typ, der wirft nur mit Steinen die ganze Zeit auf dich. Bruder, das kratzt auch an deiner Karriere. Verstehst du, was ich, was ich dir damit sagen will? Ich weiß, was du meinst. Ja. Wenn die und Farid ist einer, der macht, ja, okay, jetzt die ganze Zeit, der bombardiert den die ganze Zeit. Auf Tour, der geht, der bringt Double. Der geht auf Tour, der hat so diese Shindy-Cover mit Schwanz. So, alles, die ganze Zeit, Bruder, das geht auch Maximum auf Karriere von Shindy. Meinst du? Die, die Marke Shindy geht dadurch kaputt. Meinst du? 100%. 100, weil er ja weniger macht. Wenn der jetzt auch die ganze Zeit mitmachen würde, dann wäre dieses, boah, Bruder, dann wäre Action, dann wäre krass. Aber wenn er die ganze Zeit die Schnauze hält und der Fahrrad wird weiter, Bruder, irgendwann platzt ja diese, dieses Panzerglas, was du hast, geht irgendwann kaputt. Nicht, ich glaube. Nicht, wenn du so ein zwei Lager hast, wie das bei dem beiden der Fall ist. Also komplett du hast ein Shindy, der so was ganz anderes ist als ein Fahrrad. Ja, Fahrrad wunderbar. ist so, oder 400 Kilometer entfernt von dem, was seine Dings angeht, Zielgruppe. Ja, ja, voll. Die eine sind so Kennex, die so von dieser alten Schule und auch neue, so sage ich mal, dieses Battle Ding feiern und auch seinen Charakter genau. auf TikTok und so. Ja, ja, ja. Der andere Shindy, ich habe noch nie ein Video von dem auf TikTok gesehen. So, ich weiß gar nicht, wo ist. Es gibt auch viele weibliche Fans. auch ja, ist einfach nur so musik Ding, so sage ich mal, Musikfans. Nur Mucke. Puh, Mucke. Nichts anderes. Bei und Farid ist ja wirklich entertaining auch. Ich glaube nicht, dass Farid sein Ding, sein Fanbase irgendwie, ich glaube, es, es gibt immer noch genug Leute, die auch schreiben, ey, voll der Cake und so, ist 100%. Krasser. Prozent. Er du? wird auch niemals Shindys Karriere beenden Deswegen können. meine ich so, es ist... Aber es wird Bruder, Auswirkungen auf seine Marke Shindy auf jeden Fall haben. Hast du nicht ja, eine Tour bestimmt. gesehen, Bruder? Die war halb leer. Seine Konzert hatte so. Hm, da habe ich was anderes gehört. Ich habe Videos gesehen auf TikTok, wo Hallen, voll viele Hallen, also drei, vier Hallen auf jeden Fall halb leer waren. Oder bevor der da ist. Mit einem Konzert. Nicht bevor der da ist. Kann sein. Müsste man jetzt nachgucken. Keine Ahnung. Kann auch Bluff sein oder irgendwelche Videos. So einer, guck mal, hier ist leer. Ja, kann auch sein. Auf einmal war doch voll. Weil ich habe auch viel gelesen, dass es Bluff war und es schon voll war. Keine Ahnung. Ob man das in so einem Video zeigen kann, weiß ich nicht. Ja. Je nachdem, wo der spielt, keine Ahnung, Bruder. Aber das wäre schon. Jede Halle voll, wo der hingeht, du so, weißt was ich meine. Es keine, wo so ein bisschen mal leer ist. Sogar bei Oder Drake Farid. war ein bisschen leer, Bruder. Jetzt war sogar aber bei Drake jetzt das war das erste Mal war. wieder live auf Tour nach Jahren. Aber auch mit Bobby und Capo. Äh, okay, siehst du, ja. Und da hat auch Bruder, man muss jetzt auch, oft, auch wenn ich Farid-Fan bin, muss man auch ehrlich sagen, ohne einen Bobby hätten wir die Halle nicht voll gemacht. Ja. Das muss man doch sagen. Ich glaube nicht, dass deine Karriere nicht läuft, Bro. Das, dafür. Wenn er einen Song droppt, dass der so da ein paar Millionen kriegt, das ist schon krass für einen Rapper. Von wem sprichst du gerade? Shindy. so. Ich denke, bei dem läuft schon. Ich glaube nicht, dass er jetzt Farid seine Karriere beendet hat. Nein, das meine ich doch auch gar nicht damit, ja. Bruder. Ich rede nur davon, es hat Spuren hinterlassen. Kann sein. Aber, Aber auch anders. Farid auch. Ja, 100 Prozent. 100%. Aber wenn es die ganze Zeit, wenn Farid was die ganze Zeit was macht und Shindy die ganze Zeit auch zurückfeuert, das würde Shindys... Also nochmal ein bisschen Standing ein bisschen nicht. heben, Bruder. 100%. Weiß ich nicht. Ich finde, seine. Ganze, sein ganzer Charakter und seine Attitüde passen schon in seine aktuelle Strategie, die er hat. Also dieses Eimer droppen und dann immer nur so zwischendurch, aber auch mit relevanten Sachen, sag ich mal so, hänseln. Das und vor allem ist er auch gar nicht so hart gegen Farid gegangen, wie du sagst, und ist auch danach nicht so hart gegen Farid gegangen. Ich habe aber das Gefühl, vielleicht entweder er hat Schiss oder er denkt sich gar keinen Bock jetzt mit dieser. Mafia-Marokkaner äh, anzulegen. Guck mal, ich sag dir ehrlich, die Taktik, die ich in die fährt, finde ich maximal gut. Ich sag ja, das ist dieses maximal machen. dieses. Und wenn genau, du was machst, so richtig witzig, so so. Dieses, witzig, so nicht zu ernst nehmen, aber ja. wenn es drauf ankommt, ich bin am Start. Ja, so. Genau das. Ich finde die Taktik maximal gut. Sag ich ja. Deswegen ist es dieses, wenn er jetzt anfangen würde, so wie Echo damals gegen Savas, mhm. die ganze Zeit schießen, 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 er wird sich richtig so, wie nennt man das, aus Sello, so äh, cello mäßig. So. Er würde das so. Kuh ja. direkt ausmelden und man hätte gar keinen Bock mehr drauf. Mm. Aber jetzt kann er das über Jahre fahren, diese Strategie. Er kann in einem Jahr nochmal einen Dissong und es wird wieder, boah, was? Ja, ja. Aber Bruder, bei Farid ist die Wirkung vorbei. Also, Farid-Fans feiern ihn ja eh, weil er diese aggressive Musik macht und der baut jetzt noch so Shindy mit ein. Das ist dann so ein bisschen witzig für den Moment, aber es hat nicht diese Wellen mehr. Also, also es schlägt gar keine Welle. Ja, 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 ja. So, das kommt, findet nur noch im Farid-Kosmos statt. Ich krieg das wirklich gar nicht mit, dieser Puppe und diesen habe ich gar nicht mitbekommen. Puppe? Du meinst so Double oder keine Ahnung so was. du so, ja ja, 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 ja. Ich so, Puppe war das. Hat also so einen ja. echten Menschen mitgebracht? Also ja, so ein Typ, der aussieht wie Shindy so ein ja, bisschen. Was? Dann weggehauen äh, auf Bühne. Nein, nein so äh, Songs gerappt, aber so diese AI-Stimme von Shindy genommen und Lyrics verändert mit <laughs> Ich bin dein Cake, -mäßig, so mäßig, <laughs> weißt du, sowas. Okay, ja. Halt auf Lachkick, Bruder, Bro, So mit weißt die. Du? Also, die beide machen das genau richtig. Ja. genau so ein Farid, wie der das macht, dass er halt die ganze Zeit jetzt sich da dessen bedient, das ist ja eh sein er Ding. Er braucht ja. jemanden, dass genau. er da die ganze Zeit so den dissen kann. Und genau so. Farid hat halt, hat halt maximal in die Karten gespielt. Er hat halt dann nicht mehr nur diesen Tilo, nicht nur diese Leute, die nichts sagen, sondern er hat einen Gegner, der ja, genau. auch mal geantwortet hat. Ja, ja. Alles klar. Weißt du, der kann dann sagen, ja okay, dann wird's weil bei Farid, wenn ich kann mir vorstellen, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber wenn er mal ein kassiert, was selten ist, Bruder, wer legt sich mit einem Fahrrad Dann muss man jetzt auch ehrlich sagen, so, dann denkt er sich, ja? Das, Bruder, er denkt sich, okay, komm, ich hole jetzt meine Atomrakete raus. Ich <laughs> Atom weißt du, so. so, er, kack, so er haut richtig auf Kacke dann, so, weißt du? Ist geil, ja. Aber Bruder, geile Folge. Ich bin, wir haben fast eine Stunde, Bruder, ich hätte gesagt. Ey, warte mal, was, was ist denn, mal? Lass mal noch weitermachen. Wo, wo, wohin? Ich will noch ein paar Themen besprechen. Willst du Clips draus machen? Lass eine ganze Folge jetzt. Nein, nein Clips, Clips. Bruder, lass diese vertrau Folge machen. mir Sonntag. Clips. Vertrau mir nicht. Lass Clips machen. Lass einen Ich ganzen... mach eine geile Folge für dich Sonntag. Wallah. Lass diese für Sonntag. Nein, 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 nein. Vertrau mir Clips. Sie waren so geile Clips. Dieses J. Cole Ding muss ein Clip sein. Danach fahre ich das Ding. Wieso was los? Ich hatte Bock, dass wir das als ganze Folge machen. Boah, Bruder. Das wäre schon geil, Mann. Vertrau mir Clips. Wallah, ich vertrau dir nicht. Bruder, lass Sonntag diese Folge machen. Ich mache eine geile Folge. Wann willst du die rausholen? Sonntag. Bruder, wann willst du dir Sonntag raushauen? Wenn wir früh drehen, wir in Suppe schlürfen, dann drehen wir. Das ist eh nur eine Stundenfolge oder eine halbe Stunde. Ja, okay. Das ist easy zu exportieren. Aber du hast von den letzten Clips kaum was rausgehauen. Doch, oder schau dir mal. Tupac? Achso da, da kommen jetzt noch zwei, drei, Digga. Ich schau die einfach raus, Oder Bruder, du hörst schon, ja als ob du gleich stirbst lang. Oder ich weiß nicht warum. Ich habe sogar extra geduscht, damit diese Pollen weggehen, ja. Ja, mach Timo. auf. <laughs> okay, 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 okay. Freestyle. Erzähl mal, ich mal spreche diese, dir dein Schienbein. erzähl mal über diese Droge kurz einmal, die du gerade genommen hast. L-Agenin. Mhm. Also, Leute, guck mal, ich weiß nicht, wie ihr so im Sportfilm seid. Ich bin so einer, so, ich, guck mal, wenn ich zum Training gehe, ne, Boxen, mhm. ich bin kein Profi, ich gehe dahin so, um mich fit zu halten und so, das alles, ne. Ja. Aber wenn ich zum Training gehe, ich gehe ans Maximum. Also ich trainiere nicht so halb. So, ich trainiere wirklich, ich gehe ans Maximum so, dass ich am Ende vom Training weiß, okay, ich bin tot. Ich traue mich nicht mehr, doch mal so einen Schlag ans Samstag zu machen. So ans Maximum gehe ich. Krass. Ist das gut? Bruder, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich mache, <laughs> <es immer so. lacht> ich mache es immer so. Ich mache immer so. Guck mal, wenn ich zum Training gehe, ich muss wissen, okay, es hat sich gelohnt. Ob ich joggen gehe, ob ich ins Fitnessstudio gehe oder ob ich zum Boxen gehe. Okay. Das sind so die drei Sachen, die ich gerne mache. Ist das, mache. das über Muskelkater? Ja, jedes Mal. Krass. Also wirklich echt fast jedes Mal. Das ist schon heftig. Ich muss sagen, ähm, so Krafttraining mache ich nicht so gerne. Also reines, pures so. Genau, äh, Krafttraining mache ich nicht so gerne. Aber ähm, Joggen liebe ich. Boxen, oh mein Gott, ich liebe es auch. Ah, ja, ich glaube, du ist da. Ja, ja. Ich habe Schlüssel und so also gehört. Bist du da, Schatzi? Okay, hatte ciao. Stark. Also Boxen. Oh, geil, jetzt muss ich nicht die ganze Zeit zum Handy gucken, Alter. Boxen, Baba, aber kein Krafttraining. Wie lange machst du kein Kraft, Du machst so Ab Zucker Ich Krafttraining. mach Krafttraining auch, Bruder. Aber weil ich muss ist, Krafttraining ist, auch machen. Du machst es so eine auf, okay, muss sein. Genau. Also du hast keinen Bock. Also aber ich mache nicht diese Handelübungen, so dass ich so richtiger Brecher ochse werde, sondern ich mache die Übungen, die mir auch beim Boxen helfen. Was denn so? Also Bizeps, Trizeps, Rumpftraining. Ah, okay, stark, stark. So, solche Sachen mache ich dann nur, ne? Ja. Verstehst du so? Ja. Also mehr ist es dann auch nicht. Und ich hasse Krafttraining, ja. Aber ich habe mir jetzt L-Arginin geholt. L-Arginin fördert so. Wohl. So macht zu. So. L-Arginin macht zu. Okay, so merkt euch. So Insider-Tipps. So. Und ich hole mir das. So, weil das so ähm, Muskel fördert. Und du kriegst wohl so einen richtigen Schub. Und ich habe das heute zum ersten Mal genommen. Entweder Placebo-Effekt oder es hat wirklich gewirkt. Also, Bruder, ich hatte so Power wie lange nicht mehr. Erzähl mal ein bisschen so, was hast, gemacht. hast du gemacht? Hast du irgendwelche Jugendlichen weggehauen oder so 23-Jährige? <laughs> Nein, ich habe das an der Energie von der Übung gemerkt. Weil ich hatte die ganze Zeit noch Power. Die ganze Zeit noch. Wie lange trainierst du? Anderthalb Stunden? Mhm. Krass. Also, du hast sogar gerade, als du hierhin hier hast du erstmal so 20, 3 Liegestütze gemacht. Ja, da ja, genau, genau so. Weil normalerweise, du hatte. bist tot ich, ich ich. tot. ich bin tot, genau. Du so gib ihm. Also Leute, wenn ihr trainieren geht, gebt euch L-Arginin unglaublich. Aber checkt, vorher haben wir keine Gewehr. Kann sein, ihr kriegt Dauersteifen. Nein, mach, ohne zu <lacht> checken. <lacht> Ist wirklich gut. Maximum. Kann ich dir wirklich ich muss, nur empfehlen? Ich muss auch ausprobieren jetzt. Du hast wirklich richtig Power, richtig Energie. Also, also ich bin jetzt kein Fitness-Coach, der dir jetzt alles erklären kann. Ich kann dir nur sagen, ich habe es gerade genommen und es war richtig geil. So <laughs> richtig so: Vertrau mir, Bruder. <lacht> 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 vertrau mir, Bro. Vertrau mir, äh, ich habe mies recherchiert. Diese. Also. also, ich muss sagen, ja. Also, diese Dings, Allergie nimmt mich auseinander, was Training angeht. Ich war letztes Trainieren. Nach halbe Stunde, ich so. Nach Hause gehen, ich kann nicht mehr. Wegen Allergie, aber? Ja, so richtig gestorben mm. wieder. Ich so. Boah. Das ist schon echt einschränkend, ja. Nächste. Nee, ich muss echt irgendwas machen. Diese Akupunktur war so geil. War, warst du schon mal Akupunktur nee, gemacht? Noch nie. Die stecken die ja da so Nadeln in den Körper so. Doch, habe ich einmal gemacht, hier am Arm. Wegen Tennisarm hatte ich mal. Und hat geholfen? Ja, nee, nicht wirklich. Ja, ich glaube, ich so. muss das wahrscheinlich ja öfters machen. Ich habe ja. nur einmal gemacht. Die haben zu mir auch gesagt, komm, kommen Sie jede Woche zweimal. Ich so, okay. Dann später an der Kasse wie viel 110 Euro ich so okay Bruder jede Woche zweimal ja, piss ich mal. einfach so 110 Euro meine, meine Miete ausgegeben Bruder für Dings für Nadel das geht ja anderthalb Stunden ich Bruder, weiß das, wie ich du das anderthalb, hast. anderthalb Stunden, Alter. nein bei mir was für anderthalb Stunden ich lag da zehn Minuten fertig Bro ganze Nadel am ganzen Körper danach habe ich noch ein Ohr bekommen danach habe ich was habe ich noch bekommen oh alter warte <laughs> genau Schröpfen noch Schröpfen? Was nochmal? Schröpfen? Das dieses ist dieses Hachamatt. Saugdings, aber ohne Blut abziehen. Mhm. Also insgesamt anderthalb Stunden. Okay, krass. Herr, hab ich noch nie gemacht. Ja, Dachte ich mir, Bro, 100 Euro jede Woche zweimal. Was versuchst du, In, wel in welche Falle versucht du mich hier zu locken, mhm. Alter? Wow. Sport ist wichtig, Bruder. Ja, ja. Ich schwöre, Maximum wichtig. Ich sage ehrlich, Bro, Sport, Bewegung, gute Ernährung ist, glaube ich, A und O. Ja, und danach ja. kann man gucken. Ich glaube, Akupunktur. Vielleicht, wenn du irgendwas akut hast, aber ich glaube dann auch, dass es bestimmt irgendwie mit Sport wieder auskurieren kannst. Also rein so muskelmäßig, wenn du so Rückenschmerzen hast, dass du Übungen machst und wenn du. Genau, ja, ja. Eine Ahnung ja, ja. was so, ne? Ich mach zum Beispiel, wenn ich so Rückenschmerzen hab im Fitnessstudio, dann hänge ich mich an diese Stange, wo du Klimmzüge machen kannst, sondern so richtig locker taumeln lassen, so ja. dass meine Wirbelsäule so richtig gerade ist. Stark. So eine Minute oder so. Oder dann dehnt sich die Wirbelsäule einmal richtig, dann geht sie wieder richtig besser. Ja. Aber kennst du diese Hoffnung, Bro, wenn du alt bist, kannst du Akupunktur machen oder irgendeine Therapie machen, dann geht es dir schon wieder besser? So, zu, zum Glück habe ich das jetzt aus dem Weg geräumt, Alter. So was gibt es nicht. Du ja, musst wirklich auch nicht. kontinuierlich im Training bleiben. Ja, du musst jetzt schon jetzt Altersvorsorge treiben. Ja, ja, dass bro. du jetzt schon fit bleibst. Und Leute, über 30, ab 30 geht es bergab. Bis 30, geh vielleicht alle zwei Wochen einmal zum Sport. Das hält sich noch halbwegs fit. Aber nach 30, Bruder, wenn du da nicht am Ball bleibst, Bruder, es geht bergab, ich sag dir. Mhm. Geh eine Woche nicht zum Sport, du merkst sofort. Meinst du, bist du noch Placebo? Nee. hat du so einen Unterschied, als du 30 wurdest, so gefühlsmäßig? Was meinst du? Also hast du das Gefühl, okay, irgendwie, irgendwas passiert, dass du dachtest, okay, ich werde irgendwie älter. Ja, langsam Knieschmerzen bekommen. Boah. Ich habe nämlich letztens so ein Bild gesehen von uns beiden, vor einem Jahr unser Podcast. Mhm, welches? Oder so von neun Monaten oder so. Die sind erst diese erste Folge. Okay. Oder mit Nino, keine Ahnung, irgendwas. Und ich gucke so, ich guck mich so an. So, Alter, kommt mir das nur so vor? dass sehe ich da irgendwie so voll jung aus, Alter. Und ich zeig das so. <laughs> Und ich nehme das so, ich zeig's so meiner Freundin. Ich so guck mal, Schatzi, ich bin hier, in so ein alten Video, fällt dir was auf? Die so, hey, Baby. So, <laughs> die so voll süß, die sind so, wie so ein Baby. Ich so ja, ne die sehe voll jung aus, ne? Ich guck so, hä, warum sehe ich jung aus, Alter? Ich guck so, irgendwie, Bruder, ich weiß nicht, was da war, aber ich sage, fühlt vor einem Jahr viel jünger aus als jetzt. Was geht da ab? Ich bin irgendwie so innerhalb von sechs, sieben Monaten gealtert. Also okay. vom Gesicht und so. Ich dachte so, hä? Also bei mir sagt man, ich sehe noch jung aus, Bruder, Gott sei Dank. Aber so hattest du mal so aus so einem Moment, so ich als du früher, oder, so. oder es, es gab Zeiten, wo ich noch so dieser dicker Fettsack war. Okay, ich bin immer noch ein bisschen dick, aber wo ich einfach noch älter aussah, als ich so. Wo ich jünger war, war ich dick, da sah ich älter aus als jetzt. So, so Phasen hatte ich. Ach so, dieses so Wellen. Ja ja ja, so, so. Ja sowas gibt's auch. Ja ja, safe, 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 safe. safe. Hat auch was wahrscheinlich mit Sommer und Winter und so zu tun. Ja, ich hab das kann Gefühl, sein. im Winter sieht man Ich Alter weiß nicht, aus. wo es bei mir so Da war ich ein bisschen brauner und so. Ich habe das Gefühl, als wäre das so frisch nach dem Urlaub gewesen, irgendwas, du ja, also so, Ich sie? kann einfach nur sagen, dass ich ab 30 Ja. Genau, ab 30 war so der Moment, ich habe mir gedacht, bei mir war es immer so, ich habe max abgenommen, nichts gemacht, wieder max zugenommen, abgenommen, zugenommen, abgenommen, zugenommen. Ich hatte nie so diese, Kontin diese Linie, die ganze Und Zeit. Und jetzt ab 30? Jetzt schon? ab 30 habe ich so diese Linie. Ich bin nicht über 100 Kilo, mhm. ich bin nicht unter 90. Mhm. So, ich bin so auf einer Linie. Und wenn man mich sieht, man sagt immer so, du siehst aus wie 85, aber ich bin so 93 oder so. Ich bin jetzt gerade bei 91,5 ungefähr. Ja, aber diese Muskeln wiegen Und ja genau, auch mehr. Als genau, liegt. ich habe ja auch jetzt ein bisschen mehr Muskelmasse dazu. Ja, aber so ab 30 war so bei mir, okay, ich muss jetzt wirklich dafür sorgen, dass ich. Altersvorsorge betreibe, was wir schon gerade eben sagen, dass ich die ganze Zeit fit bleibe. Ja. Aber ist Boxen dafür die gute Sportart? Perfekt, geil. Ja. Ich schwöre, richtig geil. Sieht du siehst ja linke und, re link und rechte weil du mit beiden Seiten arbeitet. Ach krass. Also Boxen, ich schwöre für Abnehmen, für, für alle alles Boxen Beste. Was Aber du machst willst. du richtiges Boxen auch oder ist es das Meiste, was du machst einfach Training, Training? Also, also so, was für also, dich also so, nicht? keine Ahnung. Also Kämpfe meine ich jetzt so Sparring ist ja, wie ja, viel Prozent davon auch. sind Sparring? Boah, Bruder. Ich sag mal so Jetzt in letzter Zeit war nicht mehr so viel wegen Fastenzeit und so auch. Aber so in der Regel ist es so zwischen 15 bis 20 Prozent Sparing. Mhm. Dann ist es so 30 bis 40 Prozent Partnerübung. Mhm. So Einheit, so ein, zwei, drei Kombi. Mhm. Und der Rest ist Sandsacktraining. Das liebe ich, Bruder. Sandsacktraining ist für mich Therapie, Bruder. Das ist wie, als ob dieser Sandsack von dieser Kette abgeht. Sich hinsetzt und auf einmal ein Mensch wird in Samstag vorm und sagt, erzähl mir, wie war dein Tag? <laughs> genau der Effekt. Genau, ich schwöre, genau dieser Effekt. So, so Therapie, mehr als Rap? Mehr als Rap. Was? Oder? Das ist einfach, Bruder, weißt du wie, guck mal, ich hatte in letzter Zeit wirklich so, kann auch am Fastenzeit gelegen haben, weil ich so ein bisschen, kennst du, wie, du weißt ja, wie das ist, Hunger schlägt auf den Magen, du bist ein bisschen empfindlich. Da gab es so zwei Tage ungefähr, wo ich maximum empfindlich war. Du hättest mich so anpacken können, ich, wär, ich war sofort aggressiv. So, ich bin zum Training gegangen. Ich habe diesen Sandsack dein Leben genommen. Wenn dein <laughs> yeah, Leben gehabt, der war daran schuld. <laughs> so. so, ja, so machst du. Pam, 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 pam. Ich habe so gehauen, dass ich danach Gelenkschmerzen hatte. Krass. Bruder, Sandsack, guck mal, probiert es mal aus, wenn ihr wirklich so Aggressionsprobleme habt oder euch irgendwie abreagieren müsst, weil du dich gerade mit deiner Frau gestritten hast oder was auch immer. Mhm. Geh mal an einen Sandsack Mach mal drei Runden, drei Minuten. Du fühlst dich danach wie ein anderer Mensch. No joke, Bruder. Kein Placebo, nichts. Du regst dich sowas von ab. Das ist Therapie, Bruder. Ich will auf alles. Krass. Ich habe ja auch so ein halbes Jahr geboxt. er bin ich ja immer sehr stolz. Bei dir, Bruder, ich würde mir so sehr wünschen, dass du mehr in Boxen gehst. Wieso? Das würde dir so gut tun. Wieso boxen, Bruder? Das würde dir maximal gut tun. Wieso? Sag mal, warum? Jetzt sag mal ehrlich, warum? Weil du hast geile Statur dafür. Du bist groß. Du kannst richtig geil auf Distanz halten. Du hast lange Arme, das ist geil. Ich kickboxe nicht Bock. So richtig meine Schienbeine abhärten. Ich hab, ich hab gemacht. Lass mal so an so eine Stange, der Laterne gehen und so. Oder wenn ich gegen Laterne einen Low-Kick mache, diese Laterne, pum, kippt so auf so So. Pflasterstände. so. so. <laughs> Nur vorher bricht mein Schienbein. Du <laughs> <laughs> kennst diese Videos, wo die so diese Schienbein gegen Schienbein und dann brechen, brechen beide so. Schienbeine ja, oder eins. So kann man sein. Es gibt Leute in Thailand, die nehmen Bambustock und rollen das auf ihrem ja. Schienbein. Oh. Damit Schienbein abhärten. Ja, Bro, hast du dann nicht irgendwann wirklich so eine Kruste hier, oder? Juckt dann nicht mehr, dass du schlägst? Ja, irgendwann herzst du das natürlich ab, aber... Deswegen können die auch immer so mit Schemein schlagen, ne? Ja. Ich habe ich hab ja, wie gesagt, mit Tai angefangen und mache jetzt nur reines Boxen. Letztens habe ich mir noch mal nochmal getreten, direkt Schemein Schmerzen <laughs> gehabt, Bruder, weil ich oh. gar nicht mehr Thai-Boxen mache, so, weißt du? Bro, Schemein ist auch so eine empfindliche Stelle, dass man das so quasi so krass abversucht. Boah, das ist so eklig irgendwie. Ja. Bruder, komm mal. Das andere, okay. Keine Ahnung von mir aus, versucht, deinen Arsch abzuwerten, aber Bro, schieben mal hin. Deinen Arsch, Alter. Oh, die abzuhalten. ekelhafte Stelle, so, ah. Wenn ich hier schon so drüber fahre, Alter. Wow. Hm. Deswegen, immer wenn ich mir diese Kämpfer angucke, ich denke, oh mein Gott, was machen die? Diese Kicks, wenn der die auch noch so abwehrt, dann, oh mein Gott. Ja, das Ding ist, der wett der ja nicht nur mit dem Knochen ab. Mit der dumm. Seite. Nicht nur mit, nicht mit der Seite, sondern wenn du deinen Fuß jetzt. Hier mit Knie. Oder was meinst du? Also, guck mal. Wenn du deinen Fuß jetzt so hast, ja. So. Ja. Dann wärst du mit Schienbein ab. Aber ja. wenn dein Fuß anwinkelst, dann... Ach, Muskeln, du Muskeln an. Amma, schlagen die auch so? Also schlaue Teilboxer, Kampfsportler würden das so machen. Indem du anwinkelst, dann, winkelst, dann wärst du mit deinen Muskeln ab. Ach, das ist okay. Okay. Verstehst du? Das ist geil. Weil so, wenn du so abwärst, hast du Gefahr, Schienbein auf Schienbein kann brechen vielleicht. Ja, ja, Aber wenn du anwinkelst, hast du wie ein Polster mäßig, so, weißt du? Bruder, guck mal, Boxen, Kampfsport ist nicht einfach nur wie ein. Will der Vollidiot draufhauen. Es ist 90%. Okay, ich will nicht übertreiben, nur aber 80% Kopfsache. 80% musst du deinen Kopf einsetzen. Wenn dein Gegner zu ist, du musst dir Lücken schaffen. Du kannst dich einfach wie ein Wilder auf Deckung hauen. Du musst oben draufhauen in der Hoffnung, dass unten eine Deckung aufgeht, Lücke aufgeht, dass du unten reinhauen kannst, zum Beispiel. Krass. Du musst die Lücken schaffen. Lass mal wir beide einmal Sparring machen, ja? Boah, ich will kommen. Dann du sitzt hier so mit gebrochenen Nase und so. <laughs> <laughs> Oder ich ich so auf einem Boah, Bruder, das. Das macht auch einen Unterschied, dass man zum Beispiel, du wiegst ja wahrscheinlich so 10 Kilo mehr als. Wie viel wiegst du aktuell? 91 ungefähr. Ich wiege so 83 Boah, Boah, das macht Maximum Maximum, also schlagkraftmäßig, ne? Ja? ja, ja. Aber du bist ja auch kleiner als ich, aber dadurch habe ich wahrscheinlich sogar noch weniger Vorteil. Du hast eigentlich, du musst das zu deinem Vorteil nutzen, dass du lang bist. Du darfst Abschatt. mich nicht an dich nahe kommen lassen aber wenn du einmal in mich reinrennst, was soll ich machen? Wenn ich im Infight bin, du darfst mich halt nicht nah an dich ranlassen. Das ist ich muss du musst deine die ganze Distanz Zeit fangen, ne? Mit Ich die muss genau, guck mal, ich muss deine Distanz brechen. Ja. Das dein Vorteil muss ich zu deinem Nachteil machen, indem ich an deinem Körper klebe. Ja, ja. Heißt, wenn du von mir weggehst, um die Distanz zu schaffen, muss ich mitgehen. Ich darf dir nicht diesen Freiraum lassen, weil wenn du den Freiraum hast, habe ich Arschkarte. Heißt, ich muss die ganze Zeit nah an dir dran sein hm. und dann im Infight arbeiten, also viel Mit Dingens. Haken, Pop-Haken, ja. Uppercuts. Bro, die Male, wo ich Sparring gemacht habe und so eine kassiert habe, ich bin so aggressiv geworden. <laughs> das ist der größte Fehler. Ja, das ist dieser Anfängerfehler. Das ist der größte Fehler. Ist, äh, wie ich habe kassiert. Das ist dieser Tunnelblick. Jetzt und dann kassierst ich noch mehr. Ich ihn. ihn. Ja. Das Gute war, dass mein Gegenüber auch ein Amateur war, das heißt, ich habe ihn wirklich auch auseinandergenommen. <laughs> <laughs> Aber wenn sich einer auskennt, du bist am Arsch. Ja, 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 ist so. Weil dann, du rennst da so richtig rein und der sieht ja auch Lücken, Bruder, weil ja. er macht das ja schon ein bisschen länger. Monat, dann Kassise, dann kassierst du. Dann eine Harte und dann einen Haken irgendwas aberkarte ja, ja. und bist tot. Was ich hasse, sind diese. Also bist du bist schon mal K.O gegangen im Kampf? Ich habe noch nie einen Kampf gehabt. Also im Sparring oder was? Ja, so nicht. K.O. K.O. So wobei, Brut letztens. Bewusstsein verloren kurz. Ich bin auf Pasten. Ich gehe zum Training und Emil, schöne Grüße. Du bist äh, ein unangenehmer Spargingspartner. <laughs> so, kommt Event. So. Von Mike Tyson. Ein unangenehmer Sparringspartner. <laughs> nicht so, weil er krass ist. Er ist wirklich Maximum gut. Einfach, weil er, er hat nicht dieses, bei ihm ist locker oder komplett Totschlagen. So etwas dazwischen kann er nicht. Und ich hab dem, der hat seine Handschuhe vergessen. Ich gebe dem so meine Sandzack-Handschuhe. Das sind so das MMA, MMA handschuhe Der meint, okay, ich mach nur auf Körper. Und ich hatte normale Boxhandschuhe. So 16 Unzen. Ich habe so richtig gemacht. So ne? auf Kopf, auf Körper auch. Bruder, er gibt mir einen Leberhaken mit dieser MMA-Handschuhe, die sind, Bruder, da ist kaum was dran. So also wie echte Hand. Aber er macht so, nicht so, boom, er macht Pam. pam, Bruder, ich habe blaue Flecke auf den Arm bekommen wegen Abwehre Abwehr nächsten Tag. So. <laughs> also hast du abgewehrt? Ja, abgewehrt. Aber einen habe ich kassiert. Hier, so. Mundschutz liegt raus. Ich bin am Fasten auch noch. Bruder, ich schwöre, ich hab gedacht, meine Leber kommt gleich hoch. Ich kotze gleich. So habe ich mich gefühlt, Bruder. So, boah. Kennst du, Bruder, das war krass. Komm. Nächste Runde, so. nächste Runde, weil Bruder, das macht auch, weil du weißt, okay, ich habe jetzt kassiert, nächste Runde, ich muss besser sein, ich muss besser man hat mehr aufpassen. mehr Angst, dass man kassiert. Man ist mehr nicht mehr so Angst, man ist vorsichtiger. Ja, vorsichtig, sag ich ja. So weißt okay, du hast jetzt gerade kassiert, du musst jetzt vorsichtiger sein. Und Bruder, auch noch am Fasten, auch, Bruder, dieser Leberhacken kam anders. Weißt du nicht besser, wenn man fastet, also dass der Magen leer ist, ja du, sonst hättest du vielleicht gekotzt. Weißt du, was ich meine? Nee, weiß ich nicht. Also, wenn ich mit vollem Magen, wer geht auch mit vollem Magen trainieren, Bruder, ich auch voll, voll gerade von Essen gekommen, weißt du. Aber war schon krass. Boxen. Nimm mich mal mit, ja, mach mal diese töte mich mal einmal. Komm, Donnerstag, 19 Uhr. Meine letzte Kampfsporterfahrung war mit äh, Branimir. Schöne Grüße, Bruder, wenn du das siehst. Der, der folgt uns so auch auf Dings. Wie heißt der Branimir? Branimir, Kroate. Er machte MMA damals. Weißt du so, wurde das ist jetzt auch schon so lange her. Auf jeden Fall. Wir sind. Äh, er hat MMA-Kurs damals gemacht und meinte, Bro, komm mit. Mach ein bisschen diese. Ein bisschen hier Training, ein bisschen Sparring, so wie hier bei euch. Bro, ich bin reingegangen in die Halle. Das war so eine Judo-Halle, so Matten, ne? Nicht mal vier Minuten vorbei. Nicht mal vier Minuten, so. Aufwärmen. Zack, ich knick um, ich bin umgeknickt. Drei Wochen, drei, vier Wochen einfach Zerrung oder was auch immer das war, Alter. Zum Glück war das kein Bänderes. Das war so nur gezerrt. Ich so, äh, ich knick um, ich so, brenne mir vorbei. Ich so, tu mich mal raus aus dieser. <lacht> <lacht> äh, dabei war ich eigentlich diese Halle gewohnt. Wir waren da öfter. Das war unsere Turnhalle vom Campus. Ach so, so. Wir haben da öfter trainiert. Nur in dem Moment, keine Ahnung, vielleicht war das so dieses. Vielleicht hätte ich dieses Training mitgemacht und hätte voll Bock drauf bekommen. Ja, ja, ja. Aber sollte anscheinend nicht so sein. Sollte gar nicht so sein. So dieses ja. direkt verletzt, so nicht mal drei Minuten. Du probier gar nicht erst. So, so, ja, geh raus da. So. <laughs> Bleib bei dem, was du. So. Sonst was. <lacht> <lacht> das war meine letzte Kampfsporterfahrung. Das ist jetzt acht Jahre her oder so. Oh, Bruder, ich liebe es, ja. Ich gehe auch immer, wenn unsere Jugendlichen da immer so Kämpfer haben, ich gehe auch oft mit. Guck mir so die Kämpfer an. Macht schon Spaß. Stark, Alter. Macht schon Spaß. Aber das ist auch. Ich hab, Bruder, weißt du, wie teuer in Düsseldorf Boxstudio anmelden ist? Hier dieser äh, Boxladen hier vorne, nicht, ich will ja. jetzt nicht seinen Namen sagen. Hm. Bruder, ich war da letztens drin, beim Vorbeigehen, mit dir heute zusammen sind wir vorbeigegangen. Ich gehe so rein, ich frage so, ich rede so mit dem. Nur einmal so Probetraining machen, mal gucken, wie das so in anderen Gyms ist. Probetraining 20 Euro. Ist jetzt nicht mal so schlimm, okay. Probetraining 20 Euro ist unüblich, aber okay. Monats, also sechs Monate Vertrag, Monatsbeitrag 125 Euro. Aber was kriegst du denn dafür? Nur reines klassisches Boxen, dreimal die Woche. 125 Euro. Aber trainieren die dich da oder was machen die? Ja, ja normales Trainingseinheit, Bruder. So als ob du in eine Mannschaft gehst. Training. 125 Euro, Bruder. Das gehört nicht so tschüss, Alter. 125 Euro. Das ist schon, das ist krass. Was kostet es normalerweise? Bruder, in der Regel kannst du mit Fufi rechnen. Also ich zahle jetzt 30. Ja. Weil bei uns, ich weiß nicht, bei uns ist halt so der Preis. Mhm. Aber 125 Euro im Monat für sechs Monate Vertrag, Bruder, das ist unglaublich, Bruder. Ja. Das ist überkrass, übertrieben teuer. Ich hab das nicht geglaubt, Bruder. Ich wollte, ich habe so, okay, okay, tschö, ciao. <laughs> okay, ich komme nicht wieder. Ich, <laughs> ich mach diese einmal 20 Euro pro Training. Haben die irgendwie, irgendwie Namen oder sind die irgendwie bekannter oder was geht bei denen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es irgendwie ich so. halt einmal diese da krasse Leute, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich gehe halt einmal diese Probetraining machen und dann kann ich dir vielleicht ein bisschen mehr Infos geben, ob das ein krasser Typ ist oder nicht. Ich habe letzte noch gesehen, wie der einen trainiert hat da beim Vorbeilauf. Und? War gut. Mhm. Ja. <laughs> das Ding ist, Bruder, am Sandzeit kann jeder glänzen und am Pratzen kann jeder glänzen, wenn das ein Bisschen eingeschustiert ist. Wo du merkst, das eine krasses ist, einfach beim Sparring. Heiß geil. Nee, Sparring habe ich nicht gesehen, das war am Pratzen. Da kann, da kann jeder glänzen. Okay. War das so ein älterer Mann, der trainiert hat? Ja, so mit so dünnen so. Mit Bart. Weiße Haare? Nee. Obwohl, kann sein, der hatte Mütze an, vielleicht hatte der weiße Haare darunter. Okay. Nicht so groß, mittelgroß. Ja, groß so, bis, ja, so, ja, so ungefähr. ein Bisschen größer vielleicht als ich. Okay, Ich hab's auch von der Entfernung sie, keine Ahnung. Aber ja, krass, Alter, 125 Euro. Also wenn ich da hingehen wollte, bin ich broke. Ja, so. Ich habe mich will, ich wenn ich das Probetraining da mache, frage ich ihn aber, auch, ob man so eine 10 karte machen kann. 10 karte also 10mal hingehen? Ja, so. Das wäre schon geil. Wie viele Leute sind in einer Trainingseinheit? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der hat aber wohl zwei Trainingseinheiten. Einmal 18,30 Uhr und einmal 20.30 Uhr. Jeden Tag? Oder nee, 20 Uhr. Nee, dreimal die Woche. Also ja, ja. das, was, was du zu mir meintest, dreimal die Woche. Okay, ich wusste gar nicht, dass es das so wie. wie ja, Und dann mit so Stunden halt, ne? Ja. Kann man auch Freestyle einfach dahin und für sich trainieren? so das weiß ich.